Begrüße mich alle herzlich für das zahlreiche Erscheinen. Thema ist eh bekannt, Linux. Ich muss da gleich korrigierend eingreifen. Wachbirn Antichrist. Es ist nur einer Benutzername, Wachbirn. Der andere ist immer der Rechnername. Weil wenn ich wo bin, vergib immer die Namen, dann weiß ich einmal, wann ich später wo hinkomme, ah, da war ich schon einmal. Ganz einfach. Das ist der Hauptgrund. Linux. Wir hatten schon mal mit Linux gearbeitet. Und gleich weggehauen, nicht? Ist wer dabei geblieben? Ja, gut, ja. Wer? Okay. Okay. Kurz noch eine Info, es ist jetzt in den nächsten Wochen, sind Linux-Wochen anfällig. Ich habe jetzt gerade gehört, nächste Woche in Eisenstadt. Nein, die Woche. Oder die Woche. Und in zwei Wochen dann in der FH am Hochstädtplatz, nicht? Ist das? In zwei Wochen am Hochstädtplatz. Genau, ist freier Eintritt, kann man sich anschauen, wenn es einmal reinkt, gibt sicher was und zum am, Essen. Am 26. gibt es einen VI-Vortrag. An was, an VI? Ein VI-Vortrag von ja. Sven Guckes in der UCG. Aha, okay. Auch nicht fad, ja. Von der Luga. Sehr gut. Okay, das kann man eh alles einsehen, im Internet ist es eh unter linuxwochen.at sicher alles einsehbar. Okay, ich bin eh relativ bekannt für meine ausführlichen PowerPoint-Präsentationen, ich halte das immer sehr minimalistisch und arbeite eher am Gerät. Das ist eher nur so ein roter Leitfaden, wir werden sich da sicher mehr oder weniger wegbewegen auch. Und ich habe das grob eingeteilt, was ich halt abhandeln will, bitte ich kann nicht ganz in die Tiefe gehe, dafür reicht die Zeit einfach nicht. Wenn es Fragen habt dazwischen, einfach reden. Okay. Betriebssystemübersicht, Unterschiede hauptsächlich natürlich, weil die meisten Windows-affin sind. Wie ist das aufgebaut unter der Oberfläche? Was gibt es für Oberflächen? Wie schaut es mit der Software aus? Wo kriege ich eine Software? Wie tue ich die updaten? So ganz alltägliche Sachen für die End-User sind ganz wichtig. Natürlich der letzte Punkt ist eh selbstredend. Ich halte das halbwegs sicher, das Zeigel. Gehen wir gleich Medias Res. Genau. Wer kann mit dem was anfangen? Prinzip unterscheidet man zwei große Gruppen bei Betriebssystemen. Das ist ja schon aufgelistet. Die Unixoiden. Jetzt ein bisschen lauter auch. Ja. Stört dich das dann, wenn ich lauter sprich? Okay, ist okay? Okay. Es gibt die Unixoiden Betriebssysteme und dann die Windows NT-Line. NT-Line, ich will mich da jetzt da nicht genau festlegen. Eigentlich hat das Windows NT-Line 93er Jahr angefangen, mit NT4. Und fürs Publikum oder für den End-User interessant, ist meiner Ansicht nach erst bei Windows 2000 geworden. Die meisten können sich wahrscheinlich nur daran erinnern. Was war denn der springende Punkt, der Unterschied zu der ganzen Niner-Serie vorher, Millennium und das? NTFS. NTFS ist einmal gekommen, ja. Ganz wichtig. Die USB-Anbindungen. Okay, aber jetzt vom Betriebssystemaufbau ist eine Datenbank dazu gekommen, eine riesige. Registry. Das war der große Unterschied. Mit dem Geschichtel hat die Registry angefangen und die habt ihr in Windows 10 auch noch drin. Vom Aufbau ist da nicht viel anders. Das heißt, die ganzen Sachen dazwischen, XP, was waren da, Vista, 7, 8, 9, was hat 10er? 9er gibt es nicht, 10er. Haben alle die Registry als Grundlage drinnen. Das Betriebssystem von Windows greift permanent auf die Registry zu. Bei den Unixoiden Betriebssysteme, die haben das eher nicht. Die arbeiten eher mit Textfiles. Früher in der 9er Version hat man auch noch mit Textfiles gearbeitet, die ist dann verworfen worden und ist eben dieser Registry gewichen. Dazu Linux, BSD, Mac. Wer fährt denn einen Mac von euch? MacBook?
die ganzen Tools dort, wenn man auf einer Konsole ist, so was der Franz ja zeigt, hat so schwarzer Hintergrund mit Schrift. Diese Tools, die arbeiten überall, die arbeiten in Linux, in Unix und in Mac, sind immer das vielleicht ein bisschen abgewandelt. Aber mit die steuert man Betriebssysteme. Der Vorteil bei einem Mac ist, das ist alles aus einem Guss. Die ganze Hardware mit der Software, mit der Oberfläche, die liefern das Ganze in einen aus. Solaris, das ist eher schon Servergeschichteln und so. Bitte. Warum ist Android nicht bei den Unix-Suiten dabei? Gut, Android, ich habe jetzt nur von eher Desktop- oder Laptop-Geschichten. Android ist schon richtig. Die meisten verwenden, genau. So wie es der Franz gesagt hat, wenn es drauf schaut und beim Betriebssystem schaut, da steht immer Kernel wahrscheinlich irgendwas. Kernel 3.10, irgendwas, das sind abgespeckte Kernel und da ist ein Linux-System darunter. Genauso wie bei jedem Fernseher, neuen Fernseher. Oder Router, was ihr daheim habt, oder Modem, basieren alle auf den unixoiden Betriebssystemen. Warum nimmt man die? Frei verfügbar, kann man adaptieren, nach seinen Vorstellungen und auch verkaufen natürlich. Der Hauptgrund. So, kann man das lesen? Ich habe das ein bisschen umgeändert. Okay, bitte das nicht so eng sehen. Klar, das ist schon uralt, weiß ich schon. Aber ist von der Struktur, ist von der Übersicht her nicht so schlecht. Also links haben wir die Unixoiden Betriebssysteme, in der Mitte die Windows NT-Geschichte und rechts noch zum Vergleich die Mac-Geschichte. Man sieht eh oben, das Opfer ist eh für Mac bekannt, der Pinguin ist halt für Linux, falls das wer nicht weiß. Was fällt grob auf, wo ist der grobe Unterschied? Ohne da ins Detail zu gehen, was ich hier, das ist das ist einmal ein Verzeichnisbaum. Okay? Das heißt, die unixoiden Betriebssysteme, denen ist allen eins gemein, sie sind sehr hierarchisch aufgebaut. Es gibt, wenn ich immer eine Ebene höher komme, weiß ich genau, ich bin beim obersten Punkt. Das ist der oberste Ordner. Der Schrägstrich ist ein Ordner. In dem Ordner ist alles drin. Das ist der Unterschied. Sieht man bei Mac auch. Es ist wurscht, ob ich da jetzt auf einem anderen Disk bin. Oder auf einem USB-Stick. Oder auf einer Flashkarte. Das wird alles da eingehängt und geht alles rauf. Wenn ich das bei Windows mache, habe ich eben die obligatorischen Laufwerksbuchstaben. Früher war das A war der erste Buchstabe für B. Zweite Diskettenlaufwerk. Und dann ist schon die erste Festplatte gekommen, C. So ist das ungefähr aufgebaut. Sonst gibt es da nicht viel zu sagen. Das braucht man sich nur verinnerlichen. Alle Datenträger. Datenträger ist eigentlich auch falsch. Alle Dateiformate werden eingehängt. Man sagt Mountain im Fachjargon, falls das schon mal wer gehört hat. Unter Linux, ich spreche jetzt nur von Linux, das gilt jetzt für die Unix ja, ich sage immer Linux, um das allgemein zu halten, werden Festplatten oder USB-Sticks, die Dateiformate, die werden eingehängt. Das sucht sich jetzt extrem technisch an. Ist gar nichts Interessantes. Steckst rein, ist da, fertig. Das war vor 20 Jahren noch ganz anders, das weiß ich auch. Aber da ist sehr, sehr viel da. Dieses Plug and Play funktioniert eigentlich recht gut. Ich muss mich auch entschuldigen, mein Laptop, ja. Der ist 9 Jahre alt. Ich arbeite jeden Tag mit dem seit 9 Jahren. 2 Festplatten sind eingegangen. Okay, das kann ich verschmerzen. Aber er ist gut, ich mag ihn. Dass da jetzt Schwierigkeiten gibt, okay, mit der Auflösung, kann ich verschmerzen.
Oberflächen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wo sind die Linux-Oberflächen? Wer sieht die aus? Oder gibt es da überhaupt eine? Rechts unten. Okay. Links unten auch, ja. Links unten. Ist das eine Oberfläche? Das ist das, wo die Leute Herzrasen kriegen. Und das schwarze Fenster sehen, ja. Das kann man aber erst im Hintergrund auch machen. Das wäre nicht das Problem. Natürlich. Das schwarze das Problem ist. Ja, natürlich. Okay. Was ist das? Das ist eng. Was für eins? -7. 8-1. Klassiker. Kein Menü. Mitten haben wir 7er. Rechts ist eh klar. 10er. Punto. Punto. Hat schon mal wer von Ubuntu gehört? Das ist relativ bekannt. Das ist so, ich sag, der Motor, der was das alles antreibt. Ob das gut oder schlecht ist, kann man immer diskutieren. Aber wenn man sagt Linux, dann fällt ihnen meistens so Ubuntu ein. Ich sag, wer anfangen will mit Ubuntu, mit Linux, Ubuntu ist kein Fehler. Kann man nicht viel falsch machen. Es ist man kann immer streiten später, ja, das und das. Es ist eines der größten Stärken und Schwächen von Linux, die Vielfalt. Als Anfänger bist du da schlagen. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst, wo du hingreifen sollst, bist du deppert. Da gibt es so viele Sachen. Du bist einfach überfordert. Es ist so. Darum ein Tipp, was nehmt ihr für Linux? Das, den Sauruf zum 10 Uhr am Abend, wenn was nicht geht. Der, was das genau dasselbe Linux hat, den ruft es an. Das ist genau dasselbe wie bei Windows. Nein. Wenn du ein Windows 7 hast, rufst du auch nicht den Freund an mit Windows 10. Der kennt seinen Scheißdreck aus. Er kennt sich nicht mehr aus. Und vielleicht hat er noch eine Pro-Version und du hast nur die Home-Version und da bist du überhaupt aufgeschmissen. Du hast keine Gruppenrichtlinien drin. Du musst in der Registry herumfuhren. Ja, viel Spaß. Was ist denn der grobe Unterschied bei Windows zwischen der Home- und Pro-Version? War ganz wichtig. Jetzt nicht ins Detail, aber was essentiell ist. Bitte? Was nimmt man denn in der Firma für eins? Netzwerk-Geschichten. Wir sprechen jetzt nicht von Server, sondern von Clients, also wo die Leute davor sitzen. Was hat denn die Pro-Version, was die Home nicht hat? Ein ansteuerbaren MS-DSC. Domänenmöglichkeit. Wer war das? Das ist der Hauptgrund. Du kannst mit einer Home-Version bei einer Domäne in einer Firma bist aufgeschmissen. Du musst die Pro-Version nehmen. Das ist der Hauptgrund. Erst dadurch fängt die ganze Registry und das Active Directory zum Arbeiten an. Das ist der einzige Grund. Der einzige ist nicht, aber es ist, dass man professionell arbeiten kann damit. Man hat damit die ganzen Rollen, kann man zuweisen, die Rechte und die ganzen Geräte und die User verwalten. Das ist das Hauptkriterium. Das heißt, da wird einmal eine Unterscheidung gemacht. Okay, Home-User, das ist ein Mediamarkt, was meistens drauf ist, so eine Home-Geschichtel. Wurscht, Starter oder wie das heißt, keine Ahnung. Eh wurscht. Schalt den nur ein. Wenn er in einer Firma was braucht, der geht nicht zum Mediamarkt einkaufen. Das ist ein Blödsinn. Das weiß man. Oder man lässt sich beraten. Weiß ich nicht, wie die Beratung ist. Aber das sollte klar sein. Es gibt einen Unterschied, ob ich das professionell einsetzen will oder daheim. Den Unterschied gibt es bei Linux nicht. Bei Linux kann ich mit einer Distribution, was ist eine Distribution? Das ist sowas wie Ubuntu. Kann ich am Desktop was machen oder kann ich in einer Firma was machen oder kann ich einen Server machen? Da gibt es keine Beschränkungen.
Das ist ja nebenbei noch bei der Home-Version oder gegenüber dem Server, da werden die Verbindungen gekappt, dass die Leute nicht auf blöde Gedanken kommen. Also dass das alles nicht performant ausgelegt ist, das ist eh klar. Also sonst hätte ja keiner eine Server-Edition kaufen bei Windows. Sagt, ich habe mir Windows 7 auf, scheiß drauf. Seid ihr auch nicht blöd. Die Leute müssen sich die Server-Edition kaufen, wenn sie ja, professionell arbeiten wollen. Ist ja ein gutes Recht. Jetzt will ich gleich durchgehen. Ja. Ich gehe mal die Folien durch und dann schauen wir sich das alles an. Software, ui, das ist nicht gut. Wo kriege ich Software her? Was ist im Internet die Besenbuhren? Besenbuhren. Es ist immer halt so ein Drama. Ja, ich würde nur in Firefox runterladen oder in Chrome, in Google Chrome und die kommen über 17 Links auf irgendwelche Seiten. Ja, und dann bist du irgendwo dabei. Ich sage, wenn es nicht aufpasst, wie ein Haftelmacher, ja. Ich sage immer den Leuten, auch wenn sie was anbieten, es gibt ja oft Angebote über E-Mail oder was auch immer und die drucken halt auf. Und es geht immer um die Quelle, wo kommt das her? Das ist das Allerwichtigste, wurscht, ob das Windows oder Linux ist. Das ist das Hauptkriterium. Und das finde ich für eine sehr, sehr gute Geschichte bei Linux. Ich kriege meine Software immer von einem Server, von der Distribution. Ich brauche im Regelfall nicht im Internet Stierung gehen für Software. Das ist das, was es so attraktiv macht. Wir schauen uns das eh nachher an. Das oben ist halt, die zwei machen dasselbe. Da oben hast du es halt in grafischer Geschichte und unten hast du es auf der Kommandozeile. Da tue ich gerade einen Editor entfernen vom System. Ja. Also der essentielle Unterschied ist, eine Software wird von der Distribution selber verwaltet. Das ist jetzt schwer vorzustellen, wie man auf Windows arbeitet, aber ja, es ist so. Wenn du ein ZIP-Programm willst, wo gehst du denn hin im Internet? Gibst ZIP ein, Google und schaust einmal. Oder lass dir von Freien was schicken. So Standardprogramme wie ZIP, Flash oder wie es alle heißen, sind im Normalfall auf jeder Distribution schon oben. Es gibt anfängerfreundliche Distributionen, darunter fällt halt Ubuntu. Ich habe ein Debian oben, das ist so eine Mutterdistribution, sagt man. Das ist nicht so anfängerfreundlich, aber mich stört es nicht. Ich bin auch nicht jetzt so auf, alles muss wunderschön sein. Ich bin da eher sehr minimalistisch ausgeprägt. Ich weiß schon, dass das für viele andere nicht so ist. Ich könnte das herrichten, dass alles blinkt und so, mich interessiert sowas nicht. Aber ich akzeptiere Leute, für die das extrem wichtig ist. Das kann man machen. Ist überhaupt kein Problem. Beim Windows bist du halt ein bisschen eingeschränkt mit deinen Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, die Icons kannst du ändern, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn ihr nämlich mit einem anderen redet, der was Linux verwendet, ihr werdet selten auf einen gleichen Nenner kommen. Es gibt 3-4 große Oberflächen, es gibt 100.000 Werkzeuge, oder der eine macht es so oder so. Das ist ein bisschen ein Wildwuchs. Das habe ich auch gemeint, was viele Anfänger am Anfang an Schwierigkeiten haben, wo steige ich jetzt ein? Guter Tipp, bleibt bei den großen Distris, OpenSUSE, Ubuntu, das kann man noch empfehlen, ja. Linux Mint, alles kein Fehler. Wir hatten schon mal was installiert, Linux Mint. Wie ist es gegangen? Super. Braucht noch was noch installieren? Nein, die Pakete, die sind drinnen und die hängt ein.
Es ist relativ einfach, sage ich halt. Es schaut anders aus. Aber ich sage im Normalfall, kann man von der CD oder von der USB-Stick starten, was auch immer. Mein Vater, der ist 78, der rennt seit 6 Jahren auf Linux, der weiß gar nicht, dass er Linux hat. Ja, es ist, nein, ich sage immer, Jösses, was macht der Vater auf der Kommandozeile? Sag ich, gar nichts. Der weiß nicht einmal, wo die ist. Was verwendet er? Sein Firefox, da schaut er die YouTube wieder, wie die russischen Autofahrer zusammengerochen. Ja, da haut er sich halt an, da schreibt er seine Briefe oder bestellt was für seinen Wohnwagen. Viel mehr ist nicht. Der startet halt, dann ist was bunt und dann drückst du drauf und dann geht was auf. Das klingt vielleicht blöd. Ich war bekannt in Steyr, die sind auch vor 6 Jahren, 7 Jahren, ja, die typische XP-Geschichte damals. XP war da eh nicht mehr, der Vista haben es, glaube ich, gehabt. Ja, kann man reden, gut, schlecht, was auch immer. Das, was Fakt ist, oder das, was ich sehr zum Schätzen weiß bei Linux, ist eben der Wartungsaufwand. Das ist eigentlich der Hauptgrund für mich, warum ich Leuten, denen die mag, ein Linux am empfehle. Wenn man es wenig Arbeit kostet. Bei Freund kann man nichts verlangen, soll ich mir auch nicht, ja. Aber es ist natürlich, wenn man Zähne immer dreimal in der Woche auf tut, da ist was aufgegangen, ein Fenster, ja, was steht denn drauf? Ja, ich weiß nicht, ich hab's weggekriegt. Ja, super. Ja, so, ja, aber vorige Woche ist auch gekommen schon einmal, ja. Müssen halt schauen, was oben steht, ja. Es ist immer, und jeder, was mit Windows, ja, mit Windows-Arbeit weiß das. Angefangen von den Updates oder vom Flash-Player oder vom Virenscanner, poppt halt immer was auf. Und für einen Aufhänger ist das natürlich, der irgendwann pfeift er drauf, ja Scheiß, brauche ich nicht, drücke weg. Ja. Das, was ich begrüße beim Linux, man kann das so erstellen, dass gar nichts aufpoppt. Um ehrlich zu sein, in die Steuerpartie tue ich updaten zweimal im Jahr. Da habe ich auf die Konsole, mache Update, fertig. Interessiert mich gar nicht. Du vor allem, hast du dafür Anwendungen? Schauen wir sie gleich an. So, Wartung und Security. Okay, das machen wir zum Schluss. Was habe ich für Anwendungen? Bitte entschuldige mich. Da geht es nochmal weiter. Das ist eben durch die Auflesung, da ist das Datum rechts oben noch. Und der ganze Network Manager Stack ist da oben. Bitte nochmal, das, was bei mir so ausschaut, das schaut bei einem anderen vielleicht ganz anders aus. Oder der hat die Leisten überhaupt nicht, oder auf der Seite oder oben oder gar nicht. Gibt's auch. Ich bin eher ein konservativer Typ, ein altmodischer. Ich bin auch relativ faul, sage ich dazu. So wie es ist, lasse ich es halt, ja. Wenn es mir nicht gerade stört. Ja. Anwendungen. Warum habe ich das so gemacht? Weil ich bei Kunden bin, dass sie sich nicht schrecken. Das ist alles sehr Windows-ähnlich, die Symbole. Bald sieht man eh gleich. Das ist der einzige Grund. Außerdem muss ich sagen, die Windows-Leute haben immer schöne Symbole gehabt. Hat mir immer gefallen. Ist nicht so schlecht. Ja, die Kacheln. Kacheln, ja, da könnte man jetzt stundenlang reden. Aber schaut euch mein Menü an, ich meine, okay, da ist jetzt da nicht wirklich High-Tech dahinter. Ich kenne mich aus. Viel mehr ist es nicht. Das, was das Wichtigste ist, Haussymbol. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Das ist ein Dateimanager, der heißt Dolphin, steht eh oben in der Liste. Ist ein rechter Bekannter, ich mag ihn sehr gern. Warum mag ich ihn gern?
Ja, linker Hand, das habe ich immer so eingerichtet, das sind meine Laserzeichen, das sind meine Schnellzugriffe, wann ich wohin muss. Da seht ihr den Pfad immer. Der Pfad oben. Das zweite Ordner steht immer der Benutzername. Da ist der besagte Benutzername. Und alles, was nach dem Benutzernamen kommt, das kann ich immer einteilen. Da gibt es keine virtuellen Ordner oder so. Ich habe das halt Personal genannt. Personal, ja wurscht, kannst du irgendwie annehmen. Aber in der Regel, wenn man einen User anlegt, ist das immer Home, der erste Ordner. Home für daheim, also Englisch. Dann der Benutzername. Das ist so die Regel im Desktop-Bereich. Immer wenn ich eins aufgehe, da steht der auf, boom, boom, boom. Jetzt bin ich ganz oben. Jetzt bin ich am obersten Ordner. Und in dem, genau, sind die Ordner alle drin. Das ist das, was wir auf der zweiten Folie gesehen haben, bei der Struktur. Das habe ich jetzt da gemacht. Jetzt bin ich im obersten Ordner. Und was sind hier die Platten drin und die Device? Es ist da ein bisschen anders, weil ich habe meine Festplatten voll verschlüsselt. Das heißt, wenn man da startet, das sieht man jetzt da nicht, das kann ich nicht herzeigen, weil das noch im Konsolenmodus ist, also nicht im grafischen Modus. Er fährt bis zu einer bestimmten Stelle und wartet dann auf die Eingabe von meinem Passwort. Erst dann wird der Startvorgang fortgesetzt. Das heißt, wenn man der abhanden kommt, hat er verschlüsselte Festplatte. Außer wenn er vielleicht 300 Jahre Zeit hat und die Ressourcen, okay, kann er es vielleicht knacken. Das ist der Sinn dahinter. Das kann man sich auch da anschauen. Und gebartet ist das klar, ja. Das ist mein Festplatten. Das Einzige, was man sieht, ist der Boot-Teil. Der 267 MB, das sind einfach Starterdateien, dass das Werk einmal startet. Man muss irgendeinen Teil, wenn ich das so mache wie ich, nicht verschlüsseln, dass der Zugriff erfolgt. Die Boot-Partition habe ich extra noch gesichert, die 270 MB tun mir nicht weh. Aber alles, was dahinter ist, ja, sieht man nichts. Da ist eine NTFS-Partition drin, da ist eine Extended-4-Partition drin, Swap-Partition, alles verschlüsselt. NTFS ist eh klar. NTFS ist von Windows, das Dateisystem ab 2000. Das habe ich aus Kompatibilitätsgründen drin. Windows kann mit Linux Dateisystemen nicht umgehen. Das ist ein Problem. Linux kann mit NTFS ziemlich gut umgehen. Das ist gut. Kann mit Linux auf einen NTFS-Stick zugreifen, was auch immer. Mac kann das auch sicher, bin ich mir sicher. Aber Windows, von mir mit Windows auf ein unixoides Dateisystem zugreifen, nein. Macht sicher keinen Spaß. Swap-Partition, was ist das? Das ist, wenn der Speicher eng wird. Wir könnten ein Patchfile-Sys bei Windows. Ist jetzt da nicht genau dasselbe, aber von der Funktion kann man das in dieselbe Kategorie einteilen. Das ist, wenn der Speicher eng wird, dann wird das geswappt. Swappen heißt so ausgelagert und wieder hin und her geschafft. Das ist natürlich bremst die Performance, aber ich habe es oben. So ist das eigentlich aufgebaut. Ich habe jetzt, ist kein SSD bei mir, das ist noch eine ganz mechanische, 5400 Umdrehungen, was weiß ich. Und 1 Terabyte ist groß. Ja, und auch schon wieder fast voll. Je größer die Festplatte, umso schneller sind sie voll. Es ist ein Jammer. Was ist das? Ein Gigabyte oder was da unten? Das I, was heißt das? Wo? Das ist ein Megabyte und Gigabyte, also I dazwischen. Das da?
Was das I heißt? Es gibt die Angaben NB mit 1024 KB und die NI wird 1000 oder umgekehrt. Das I, man kann nicht aufgefallen, ja. Das Wichtige ist einfach, dass kein anderer, kein dritter Zugriff hat, einfach auf die Festplatte. Geht bei Windows auch, aber nur in der Professional. Bei der Home musst du irgendwas dazu installieren. Okay. Ob dir gar keine Fragen hörst? Verwendest du einen Virenschutz? Steinigen mich alle. Also es war eigentlich die letzte Folie, aber ich greife vor. Danke für die Frage. Nein. Man soll es aber nicht machen. Aber ich bin nicht die Allgemeinheit, ich pfeife drauf. Ganz einfach. Wenn man sein Gerät verwendet im Internet, was ja die meisten machen, schicken sie ja Mails, was weiß ich, übliche Kommunikationskanäle. Es ist natürlich relativ blöd, wenn einer eine Mail kriegt von mir und da ist ein Virus um. Ja, der ist halt drauf, wenn er Pech hat. Sagt mir, bist du deppert, was hast du mir da geschickt? Sag ich, weiß ja nicht, was war denn? Wenn es einen Virenscanner im Firmenumfeld, macht man das so, dass man einen Virenscanner am Server hat, dort die Ressourcen einfach bindet und alles dahinter soll das eigentlich virenfrei sein. Ich weiß schon, die ärgste Gefahr kommt eh von den Mitarbeitern, wenn sie was ausstecken und so. Ja. Eh klar. Ist schon klar. Aber ich sage normalerweise, ich verwende keinen. Es ist vielleicht unhöflich, wenn ich was geschickt kriege. Im Prinzip, mir nutzt ja Virenscanner eh nichts. Weil die sind eh nur auf Windows-Viren ausgelegt. Scheiß drauf. Was interessiert mich, das war Windows-Viren. Da liegt halt oben, ja, ich schicke ihn weiter. Ja, und? Ich weiß nicht einmal, dass ich einen oben habe. Was interessiert mich das? Versteht ihr die Haltung? Natürlich im Firmenumfeld ist das, hörst du, ja, und? Ich habe es auch von angekriegt, ja. Ja, ist so, ja. Man, ein Virenscanner unter Windows ist halt ja, schon Pflicht. Also ich würde es halt anraten. Es ist jetzt der, ich sage, der wichtigste Virenschutz ist zwischen die Ohren nach wie vor. Einer schwört am Kaspersky, der andere am Avast, keine Ahnung, Avira. Sagt, wenn der Chefprogrammierer in Sommerurlaub geht von einer, ist eh alles down wieder. Puh, wie ist das jetzt kundeähnlich? Ja, jetzt da haben wir wieder was. Von Windows? Von den Virenscanner. Von den Firmen, die was Virenscanner vertreiben. Gibt es ja alle Programmierer, die müssen ja das auch up to date halten. Dann auch nur Menschen, gegen einen Urlaub. Es gibt ja unter Linux auch Virenscanner, Klammer fast ja. Den verwendet man zum Beispiel bei einem Mail-Server. Zum Aussieben. Klammer fast ja. Der ist recht bekannt. Wie heißt der? Klammer. Cäsar Ludwig Anton Martha Anton Victor. Klammer. Bitte? Kaspersky Bitdefender gibt es für Linux auch alles. Nein, was ich hinaus will, wenn du jetzt da Systemsachen oder ja. Programmierst, verwendest du dann einen anderen Benutzer, dass jetzt so wie. Du kannst es natürlich in einer Sandbox aufbauen oder was auch immer. Nein, mache ich nicht. Also, ich muss auch sagen, das ist für mich, ich will nicht drei Geräte haben, ich habe ein Gerät. Mir genügt es, ich habe nur ein CD-Laufwerk sogar drin. Ich brauche es dreimal im Jahr, aber ich bin froh, dass ich es dreimal habe. Und nicht das mitzahle. Es ist ja, mir ist lieber, ich habe alles benannt, ich sage halt ein bisschen mehr, aber ich brauche nicht immer 100 Sachen mitzahlen, wenn ich wo bin. Das ist der Hauptgrund. Weil kennt ihr das CD-Laufwerk aus und eine zweite Festplatte und bla 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 und eine SSD. Ja, die mechanisch ist noch immer schneller als ich. Ja. Immer noch. Also
Klar kann man das ausreizen bis zum Gehtnimmer. Da kannst du eine SSD reinschrauben. Der hat eh schon 8 Gig RAM für eine 9-jährige Kiste. Das ist eh Weltklasse. Das ist ein Wahnsinn. Und der, vor allem die Ersatzteil kriegst du immer. Und was ist. Also ich empfehle auch von der Hardware. Das Singlebet, ne? Bitte? Singlebet, oder was ist das? Das ist ein T61. Das ist eigentlich, das waren die Panzer die ersten. Okay. Die Frage zur Hardware. Wenn er voller auftritt, ist zumindest meine Erfahrung, ja, dass er voller am ersten in irgendwelchen Motherboard-Komponenten auftritt. Und weniger den Platten. Wenn du die Platten verschlüsselt hast, ja, und zum Beispiel nicht ordnungsgemäß gesichert hättest, dann hast du immer noch die Chance, bei unverschlüsselten Platten die Platten rauszunehmen, ein anderes System einzustecken und zumindest, ja, die Daten dann wieder rauszuziehen aus der Platte. Ja. Wenn du es aber verschlüsselt hast und das Gerät geht rein, ja, kannst du die Platten vermutlich nicht entschlüsseln. Oh ja. Kann man entschlüsseln. Das rennt unter LVM, hast du es, unter Linux. Wenn du das Passwort weißt, die Platten kannst du überall einbauen. Da, okay, gibt es da keine Reste außer Anschlüsse. Ja, halt bei SATA 2. Techniken, die an die Hardware gekoppelt sind. Ne? Ja, das ist bei Windows. Ja, das ist bei Windows. Das ist das Problem. Du musst dich halt nicht registrieren. Das kann da passieren. Das ist halt, das fällt halt da weg. Wenn es ganz kreier ist und mir das ganze Greibe eingeht, nehme ich halt die Festplatten aus woanders rein. Ja. Fertig. Warum jetzt da nicht anrufen, die Tante tut? Das ist halt der angenehme Part. Ja. Bezüglich Hardware, wenn wer jetzt dann ganz, ganz neue Hardware hat, Peripheriegeräte, Drucker oder keine Ahnung, dann kann es natürlich sein, dass das vom Betriebssystem nicht erkannt wird, weil das nur zu neu ist. Also da muss man entweder warten wir da eine Zeit, bis die das nachgeschossen haben, die Treiber, die sind ja alle im Kernel drin, Treiber hassen unter Linux-Module nebenbei. Die werden Module genannt. Dann muss man entweder warten, bis die das nachschießen oder selber einen Workaround gibt, sicher kann man das einpflegen. Darum kaufe ich immer eher Sachen, die was ein, zwei Jahre alt sind. Weil da weiß ich, okay, das ist schon sicher supportet, ja. Oder bei der Geräteauswahl schon darauf schaut, dass die auch Linux unterstützen von Haus aus haben. Genau. Kleiner Tipp, Lenovo Notebooks sind sehr beliebt bei Linux, weil die einfach sehr gut funktionieren mit ihrer. Die HP sicher auch. Aber Lenovo sind schon gute Sachen dabei. Darf ich da noch einwerfen? Bitte. Linux Online Shop und Tuxedo verkaufen das gleich mit einem entsprechenden Betriebssystem. Und funktioniert ausgezeichnet, auch mit Windows. Also. Was ist Windows? Das habe ich schon mal gehört. So, da geht es gleich an Schrecken. Das ist ein Office-Paket. Schaut wie die 90er Jahre aus. Mir ist wurscht, das geht. Tuxedo. LibreOffice, schon mal wer gehört? Ja. Gibt es für Windows auch? Rennt, glaube ich, aber nicht gut durch, ich weiß jetzt nicht. Vom Speed her, wenn man es einmal angeschaut. Also die Kompatibilität habe ich mir angeschaut bei PowerPoint, zum Beispiel für komplexere Grafik, ja, und das braucht, hat überraschend gut funktioniert. Ja, das ist. Ich meine, wenn man Richtung Visual Basic Programmierung geht zum Beispiel, oder Basic Fabrications, ja, tut das natürlich haarig, ja, aber die normalen Sachen haben noch keine Probleme. Wenn es ja dann eine Mühe gibt und zwei Stunden sitzt bei einer PowerPoint und dann haut das woanders auf, weil der kriegt eine Krise, wenn da die Zeilen verschoben sind. Man hat das selbst unter Office verschiedene Paletten auch. Schaut da wie Office 2003 oder 16 auch. Alles so stimmig gegangen. Es gibt auch Crossover Office, heißt das, glaube ich, die sollen angeblich ganz gut sein, kostet aber was. In Lizenzgebühr. Alles, was ihr da seht, das ist halt Open Source. Das heißt, es ist frei verfügbar. Das ist der Unterschied. Das andere, so ein typisches Software, das heißt proprietär. Hat das schon mal wer gehört? Genau. Da ich ja Kunden habe, die was halt immer Schnappatmung ankriegen, habe ich mir das. Bitte, ich habe ein Debian oben. Das habe ich seit 2014, glaube ich, ist das aus. 2014, ja. Und das rennt in der Regel 5 Jahre
und dann tue ich es updaten auf die nächste. 5-6 Jahre rennt das. Da habe ich ein Office 2010 reingekauft, ganz einfach. Wenn er Probleme hat, ich bin auch kein Office-Typ, kann mir das anschauen, was hat er gemeint und ja. Es gibt sogenannte Software, die was versucht, Microsoft Software auch in Linux zugänglich zu machen. Die Software, mit der ich das da gemacht habe, die heißt Wiene. Was haben wir denn da, Dienstprogramme? Schauen wir mal. Für was steht denn das Wein? Ah, komm. Windows ist not der Emulator. Für das steht es wirklich. Kann ein bisschen tricky sein, bei Ubuntu geht es sicher mit 3 Mausklicks. Ich sage, wenn man es braucht, ja. Was habe ich da oben? Excel, Word und PowerPoint, das XS und das habe ich gar nicht. Outlook habe ich noch oben, genau. Ja. Was ist mit Windows-Programmen, die nur mit einem Dongle rennen? Mit einem Dongle, was meinst du da? Ja, ausstecken, ja. Prinzip, Windows-Programme rennen in der Regel nicht unter Linux. Ja. Linux-Programme rennen in der Regel nicht unter Windows. Ist so. Bitte? Das muss man schauen. Ja. Also Wiene bietet es, 2010 hat es damals angeboten. Okay, es hat recht gut funktioniert. Mir reicht's. Ja. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit der VirtualBox. Genau, die habe ich auch. Genau, das ist eben der zweite Ansatz. Sagt man, ich pfeife auf den ganzen Schmäh und haue mir ein zweites Betriebssystem virtuell in das Linux rein. Und es gibt ja Leute, die was auf Windows haben und virtuell ein Linux drin haben. Oder auch das Windows. Oder Solaris. Wenn ihr da rechts schaut, ich habe 7 virtuelle Maschinen auf der drauf. Die kann ich nicht alle gleichzeitig starten, weil sonst geht man ja die Knie. Aber es ist für mich gut, dass ich was nachvollziehen kann. Ich starte es kurz, schau mir das an, mache das zu. Ich brauche nicht extra was neu starten oder Festplatten tauschen, das ist sicher nicht. Hast du da irgendwo Probleme schon mit Hangbetriebs den involvierten Hardware? Eher nicht. Weil ich das meiste eh nur ohne grafische Oberfläche. Okay. Oh, wer kann mit den Symbolen was anfangen? Gut, ich würde die meisten eh selber vergeben. Windows, ja. Na, was für ein? Na, Windows. Windows 7. XP 3.3.3. CentOS. Debian. Das kennen Sie eh aus den Leuten. S, Siegfried, Slackware, Windows 10. Habe ich 7, eigentlich habe ich 8, weil eine habe ich am Desktop. Verschlüsselte Geschichte, wurscht. Welche virtuelle Maschine verwendest du? VirtualBox, ganz einfach. Ganz einfach. Nichts Aufregendes. Das ist mein Debian 8. Ich habe jetzt eine virtuelle Maschine gestartet. Aber für die, was mit VirtualBox nicht vertraut sind, es rennen jetzt 2 Maschinen. Mein normales Linux und in dem Linux rennt jetzt da zufälligerweise ein anderes Linux. Und zufälligerweise sind es dieselben Linux. Das, was ihr da seht, ist genau dasselbe wie das. Der einzige Unterschied ist, dass das, wo ich drauf arbeite, hat eine grafische Oberfläche. Sonst ist da kein Unterschied. Das ist ein typisches Serverbetriebssystem, Debian. Hat das schon mal wer gehört hat? Wird auch in Firmen gern eingesetzt. Das habe ich auf meinem Laptop installiert.
den kann ich 4000 Hostfacheln einrichten oder einen Webserver. Oder wie heißt denn das? Wir kennen den Ausdruck. LAMP, schon mal wer gehört? Steht für? Taschenlampen ist gut. Sagst du das laut? Genau, das ist so die typische Mischung für einen Webserver im Internet. Man sagt auch der LAMP-Stack. Es gibt auch einen LAMP-Stack für Windows, aber okay, so ist es. Aber das ist so die klassische Zusammensetzung. Noch einmal, der Unterschied zwischen dem, was ich da aufgemacht habe, und dem, was ihr da seht, ist einfach nur die grafische Oberfläche dazu. Nichts anderes. Es gibt keine Beschränkung, ob ich das jetzt einer Großmutter hinstelle, wo die da surft, oder ob ich das in einer Server-Hardware aufbügel und dort einen riesen Webserver oder was auch immer aufhabe. Es gibt keine Beschränkung von der Software. Das ist der springende Punkt. Ein Server schaut normal so aus, ohne Oberfläche. Warum? So. Zunächst habe ich jetzt da einen anderen Benutzernamen, dass ich nicht durcheinander komme. Warum hat man das so? So viel bei mir deine Laufwerke hast. Nein, warum die Oberfläche da eher weg ist. Was groß? Prinzipiell einmal, was nicht rennt, kann nicht hier werden. Ganz einfach. Ist so. Je weniger darauf rennt, umso weniger brauche ich mich kümmern. Eine blöde Frage, die Windows-Version, was hat das registrierte oder braucht man die nicht? Bei dem wird der Box. Muss registrieren. Muss man, sonst geht es nicht. Aber ich verrate dich nicht. Okay, dann ja. Nein, bitte, das soll ja jeder selber entscheiden. Ich bin da jetzt auch nicht der Erziehungsberechtigte, also bitte. Okay. Der Hauptgrund ist, warum man das ohne grafische Oberfläche macht, ist, es ist einmal nicht so ressourcenintensiv. Kommt viel weniger Hardware aus. Wer schon meinen Exchange-Server aufgesetzt hat, unter 12 Gig RAM, schon oben teilweise. Wer tut einen Exchange aufsetzen? Wir hatten schon mal. Was du? Bist du gegangen? Der Hardware? Na, sag was, ich weiß nicht. Das kann ich nur unterstreichen. Also, es ist von den Ressourcen schon eine ziemlich. Brauchst schon eine ordentliche Hardware. Klar, man kann alles mit Hardware erschlagen, weiß ich schon. Man kann alles mit Programmierer erschlagen, weiß ich auch. Aber im Prinzip brauche ich ein Drittel von der Hardware. Also die GUI heißt das, Graphical User Interface, okay. Die frisst schon einiges weg. Es ist jetzt der Weg, wenn Sie das, welche verfolgt haben mit der PowerShell von Windows Server, wie wird dieser Weg, dieser Unix-Weg versucht zu den einzuebnen. Oder den zu gehen, mit den Pipes und das Ganze objektorientiert und so. Aber ich habe noch keinen Windows-Server ganz ohne GUI gesehen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht bin ich da, oder vielleicht kann mich da einer korrigieren. Das Hauptproblem, was ist, ich brauche, das muss halt wirklich lernen. Das ist, da kannst du nirgendwo anlernen. Das musst halt, das ist, ja. Da ist die Bash von Linux ist ein Klacks dagegen, muss man sagen. Also bei der Bau. Schnell bei Windows wird da nicht fahren, brauchst keine Freundin. Das ist meine Festplatten. Genau. 7 Gig groß, ja.
Das ist nur zum Probieren für Sachen gedacht. Bitte jetzt nicht. Das soll einfach rennen und schauen, funktioniert das? Kann ich das in Echtzeit umwandeln? Ja, nein, vielleicht, was auch immer. Das, was das Gute ist beim Linux, das ist alles sehr verzahnt. Klar, am Anfang wird man da schlagen, aber es ist alles relativ logisch. Vor allem verwendet man sehr viele Werkzeuge, die es schon, glaube ich, 40 Jahre gibt, oder was seit den 70er Jahren, und der Unix-Welt. Das ist das... Was gibt es da für einen Namen, Luba? Ah, oh, Michi. Nein, nicht. Marille. Niemand des Namen. So, die virtuelle Maschine haben wir mal weg. Zustand, du ist prinzipiell, das wisst ihr, brauche nicht runterfahren jedes Mal und rauffahren mit der Maschine, das ist der Vorteil. Lass das einfach in den Zustand und fertig. Das ist nicht viel mehr dumm. Personal, wo ist denn das Namen? Okay. Ah, das ist da. Ja, aber scheiße. Ich hoffe, ich das noch heute. Genau. Ja, wo ist das gejumpert, ja. Okay. File ist ein ganz bekannter Begriff, wenn ich nicht weiß, was das ist. Es gibt ja Files, auch die was andere... Suffixe vortäuschen oder so. Lafia-Virus vor Jahren, echt Klassiker. Ein guter Tipp auch für Windows, da hat es die File-Extensions dazu schalten. Die sind defaultmäßig. Ja. Unbedingt. Okay. Gibt mir ja aus, dass das ein Excel-File ist. Wenn ich die Daten zum Beispiel von einer Excel-Sheet weiterverarbeiten will, immer das ist, ja, komme ich nicht einmal dumm, dass ich mit ein paar Werkzeuge arbeite. Das meiste passiert, oder ich sage, flexibler ist man immer auf der Kommandozeile, so blöd klingt. Da habe ich immer mehr Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel das Excel-Sheet, den Namen Excel ist, CSV, wer kennt denn das? Wo steht denn das? Character Separated Values. Komma Separated Values. Das kann man aus dem X-Programm lesen. Genau. Das ist das Gute. Wenn Sie auf Linux oder Unix arbeiten, wird das meiste über Strings verarbeitet, das heißt über die Texteingabe. Texteingabe hat den Vorteil, dass es menschenlesbar ist. Also man muss, okay, es ist englische Sprache, okay, es ist, es war bei DOS auch so. Ist so. Man hat sich halt auf den Standard geeinigt. Wenn ich das weiterverarbeiten will, puh. Bitte? Okay. Bitte, was da in weißer Schrift steht und das drunter, das habe ich dazu geschrieben. FNSD, das ist Meidlinger Englisch. Sollte das klar sein.
FNSC schreibt man nicht so. Sag's noch einmal, weil die Leute auch immer was. Ja, wenigstens ist da aufgefallen. Und dann siehst du, der was 3 Minuten hinschaut und nichts sagst, was das ist, also okay. Was ist mein Benutzername? Antichrist. Antichrist? Ist der Host. Erste ist immer der Benutzername. Immer. Das Wichtigste ist immer ich. Benutzer auf dem Rechner. Noch ein E-Zeichen ist immer der Rechnername. Immer. Ach so. User, Ad, Rechnername. Sollte immer gleich sein. Wenn ich mich remote verbinde, dass ich nicht. Ja, wie heißt der jetzt? Antichrist oder Sachbirn oder wo bin ich? Sollte da immer relativ eindeutig sein. Boom. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Das Kommando da. Die Komma-separate Datei oder die Values, wie es heißt, habe den Inhalt umgeleitet und habe in ein Textfile. Das Textfile heißt fertig.txt, das habe ich jetzt so genannt. Und der Inhalt von fertig.txt, jetzt mache ich einen Editor auf, Vim, okay, jetzt kriege ich eh schon ein paar Schweißperlen, Vim. Er kennt ein VI. Das sind die grauen Haare von VI. Grundsätzlich Editoren. Weiß jeder, was ein Editor ist? Okay. Wenn wer programmiert, bin auch kein Programmierer, bitte weit entfernt. Wenn wer in der Textkonsole arbeitet, dann muss er sich früher oder später für einen guten Editor entscheiden. Ich sage, wenn einer alle 3 Monate oder 4 Monate einmal reinschaut, wurscht. Wenn einer öfters arbeitet, dann sollte man sich zumindest einmal VI oder Vim anschauen. Es ist eine hohe Lernkurve, stimmt, aber ist ein geniales Ding. Absolut Wahnsinn. Mein Vater braucht das nicht. Nein, der kann das nicht einmal aussprechen. Es ist auch nicht notwendig, bitte. Ich verwende ihn gern, mir gefällt er. Bin auch kein Künstler drauf, aber für die paar Kommandos reicht es. Das ist der Inhalt von der Excel-Sheet. Oben. Was habe ich gemacht? Beistrich weg. Super. Statt dem Beistrich habe ich was? Ein Whitespace. Ein Leertaste. Wenn wir das anschauen. Boom. Das ist der Inhalt. Wenn ich da jetzt auf File gehe. Hoppala, fertig. Haut mir die Kniescheibe einmal immer dumm. Das ist das meiste, wo es die Kompatibilitätsschwierigkeiten gibt. ASCII-Code, der Begriff. Hat man einmal gehört? Das ist der Hund, meistens. Wie was steht denn das? Wie kann mit dem. Bitte? Was auf Schreibmaschinen gehört haben, wissen das. Einmal zurück, Carriage, Return. Line Feed, A-Line, Obe. A-Zein, Obe. Das Problem ist, dass das Windows so handhabt, diesen Zeilenumbruch, Linux aber nicht. Ja.
Ja. Wir haben das schon mal gesehen. Was habe ich gemacht? Den Inhalt von der Datei habe ich ausgeben lassen. Ich lasse die Standardausgabe nebenbei, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ist immer auf der Konsole. Eingabegerät ist die Tastatur. Ausgabe und Error wird auf der Konsole ausgeben. Außer ich leite es um. Will ich jetzt nicht. Ich habe ihm gesagt, tun wir den Inhalt auslisten mit den nicht druckbaren Sonderzeichen. Ihr seht es an jeder Zeile, AM. Das ist diese Sonderzeichnung, die schon mal gesehen hat, Backslash R für Carriage Return. Das wird so interpretiert, für N ist glaube ich J, weiß jetzt gar nicht. Und das stört meistens, weil das in einem DOS-Format gehandhabt wird, aber nicht in einem Unix-Format. Das heißt, ich habe 51 Zeichen da drin. So. Jetzt habe ich nochmal 47 Zeichen. Das heißt, ich weiß genau, dass er 4 Zeilen hat. Und jetzt nochmal das Kommando aufrufe. Auch mit den Sonderzeichen sind die Wecker. Das ist ein kleines Beispiel jetzt. So wie vorher, da haben wir das M gehabt, aber da das File jetzt da in einem Unix-Format ist und die hat er diese Sonderzeichen wegoperiert oder wie auch immer, umgewandelt. Also die kann jetzt da auf Linux-Ebene mit denen weiterarbeiten, ohne dass ich mich jetzt da um Sonderzeichen oder was auch immer kümmern muss. Das ist der springende Punkt. Es ist ein sogenanntes Prinzip, wenn Sie auf der Konsole arbeiten, Taste auf ist immer Befehl wiederholen. Das ich kann nicht schnell tippen, brauche es da nicht. Das meiste macht eh der Trottel. Ist so. Das heißt, Taste Unix, das ist die meisten Programme funktionieren auch gut auf der Kommandozeile. Es gibt auch ein Programm Unix to DOS natürlich. Der Name ist relativ eindeutig. Das heißt, das wandle ich um. Gibt es denn das? Unix to DOS. Fertig Text. Kannst du es wieder in die Windows-Geschichte umhauen. Du hast wieder die Sonderzeichen drin. Scheiße. Und diese Programme sind bei der Distribution dabei? Ja, wenn sie nicht dabei sind, sind sie in 30 Sekunden noch installiert. Okay. Das sind, typische, noch einmal, mein Vater wird das nie verwenden, nicht falsch verstehen. Der wird auch nie auf der Konsole was machen, ist ja unnötig. Mhm. Aber wenn ich jetzt mit einem Textfile, ein Textfile misst ja immer mit einem Editor, also nicht mit Word bitte oder so. Warum nicht? Das ist sicher keine 51 Byte groß. Das ist irgendwas. Das wird jedes Mal, wenn du es weiter schickst, wird das immer größer, das Ding. Ist so. So, jetzt habe ich vergessen, was wir sagen. Ist ein ASCII, also wir wandeln um. Okay. Unix to DOS wollen wir zuerst. DOS to Unix brauchen wir. Boom. Fertig. Genau. Das ist die Geschichte. Was habe ich noch? Die ganzen Unix-Befehle. Wo kann man denn die erfahren, erfragen oder
Gibt es da was? Wo schaust du bei den DOS-Befehlen nach? Wo schaust du bei den DOS-Befehlen nach? Ja, ich weiß nicht, ehrlich. Ich werde bei Tochter 90 angefangen. Ich kenne nur ein Tier oder was. Ja, Internet. Internet, genau. Also, ich will da jetzt auch kein vorgreifen oder was. Gibt es da einen Help-Befehl oder einen F1-Befehl? Natürlich. Mann, sehr guter Einwand, dass du. Sorry. Es ist eine typische Manual-Page. Die gibt es für jeden Befehl. Das, wenn ich nicht weiter weiß, was für Parameter ich brauche, dann steht es da unten weiter. Da stehen auch die Beschreibungen dazu, was ich mit dem überhaupt machen kann. Wenn ich eine grobe Übersicht brauche, schreibe ich apropos. Das to Unix. Was kann denn der Scheißdreck? Aha, ja. To Unix und vice versa Textfeldformat kommt. Okay, kenne ich mich schon mal aus. Wo das ungefähr hingeht. Oder, what is, das to, einfach blöd fragen. Okay, selber grün. Wenn man mehrere Info, dann steht da immer 1, da kann man die erste Sektion das von der Manual-Page. Das Wort ist, muss man schon richtig schreiben, nicht meinen, gell? So, ja. Also die Syntax ist schon relativ arg. Es gibt eine Groß- und Kleinschreibung, bitte. Nicht wie bei DOS, wo das wurscht ist. Groß- und Kleinschreibung ist da schon wichtig. Okay. Das kann man noch machen. Wer kennt denn das Zeichen? Pipe. Was steht denn das? Moor. Moor, ja. Es ist ein ganz wichtiges Zeichen. Es sind ähnlich die Windows-Leute. Ich meine ähnlich. In der Baustelle gibt es seit Windows Vista. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Sie waren natürlich noch nicht so populär damals. Aber das ist ein typisches Unix-Konzept. Das heißt, das Ergebnis von einem Befehl, das schicke ich am Eingang vom nächsten. Genau, diese sogenannte Pipe, die macht man das. Sort, ich sortiere das ganze Klumpert alphabetisch. Kann man machen. Wenn ich einen Doppelnamen habe, kann ich unique einschreiben, dass die doppelten Namen rausgehen. So ungefähr funktioniert. Ich habe da jetzt keine doppelten. Aber ich kann dann noch. Das ist auch eine gute Geschichte. Wenn ich das Ganze weiterverarbeiten will, X-Achse ist auch so ein Klassiker. Ich weiß nicht alle Parameter auswendig. Verstehst du mich da hinten überhaupt? Ja, das ist da. Ei, leider nicht. Denk mal schon, wo ist der Knubbel her? Ja. Besser wie alle anderen wahrscheinlich. Aweh, aweh. Aweh. Wie nehmen wir das? Neu? Okay. Boom. So ungefähr kann man das machen. Was habe ich jetzt gemacht? Lauter Blödsinn, ich weiß. Bitte das jetzt nicht wörtlich nehmen. Es ist relativ russisch von mir, aber ich kenne mich aus. Wenn ihr mit fünf anderen Linux-Leuten redet, die machen das vielleicht auf 15 andere Weg. Und sicher 100 Mal eleganter.
Was habe ich gemacht? Die Datei mit den vier Namen, haben wir eine Erinnerung. Ich habe sie aufgelistet, die vier Namen. Dann habe ich es sortiert, alphabetisch. Dann habe ich ihm gesagt, das ist so ein Tool, wenn Sie länger auf der Kommando sein, aber es wird euch das öfters vorkommen, speziell wenn Sie viele Sachen auf einmal machen müsst. Heißt da minus i, die Standardeingabe, dafür steht diese Klammer. Was dem magst du mal MKDIR, für was steht das? Und P, Parents. Damit die Unterverzeichnisse von der Standardeingabe. Der Ordner soll wie heißen? Und in den Ordner hast man die ganzen Idioten rein. Nichts anderes. Grafisch, wo ist der Idiot? Sind da jetzt die Ordner drin? Ich habe einen Ordner angelegt und im Ordner von den Namen, nimm die Namen und legen wir für jeden Idioten einen Ordner an. Wenn du der Uni-Professor bist mit 200 Leuten, hast du das mit einer Anzahl drin. Fertig. Tue ich nicht viel mehr tun. Vom Konzept, was habe ich gemacht? Ich habe zwei externe Programme verwendet, SORT und XAX. MKDIR, das ist eh schon ein Klassiker. Vor allem, das ist alles in textlesbarer Form da. Das ist das Gute. Ja, es ist Englisch, ich weiß. Ich weiß. Aber das, was ich sagen will, die Power von der Kommandozeile nicht unterschätzen, auch bei Windows. Du kannst auch so viel Hacken da sparen. Aber wirklich. Es kostet am Anfang Hirnschmalz. Ah, wie ist denn das gegangen? Und jetzt habe ich es vor 6 Monaten. Ah, scheiße. Und ja, ich muss auch öfters nachschauen, aber muss auch jeder. Ich habe noch keinen gesehen, der was die 1000 Befehle im Kopf hat. Ja, die was sie einsperren mit der durchsichtigen Haut und nicht rausgehen. Ja, die kenne ich auch. Die kenne ich auch. Aber ich war soziales Leben auch noch. Also, das ist schon ein bisschen, also ich will da kein was reinreden, das muss ja jeder selber wissen. Auf das, was ich hinaus will, die Kommandozeilen ist, du kannst damit Sachen machen, die was grafisch gar nicht hinkommst so leicht. Das ist der springende Punkt, warum die Kommandozeile so essentiell ist, wann du was administrieren willst oder Aufgaben automatisieren willst, sowas. Das hat das automiert. Es ist halt der typische Wiener Admin, der geht mit dem Birchl aufs Häusl, wart, wo ist der Greenshot? Da weiter, geht schon. Haben wir auch gemacht früher, habe ich genauso gemacht. Ich war mit Windows angefangen. Warte, ich gehe aufs Häusl, ich schaue mir das auch nicht von Kunden, ja. Sind wir mit dem Birchl aufs Häusl gegangen, ja. Schulung hat es gar nicht gegeben, Schulung vor Ort. Ich meine, das ist heute undenkbar. Ich meine, das war Goldgräberzeit, das ist. Aber viele Windows-Admins, nicht alle, die haben halt auch Angst vor der Kommandozeile, ja. Es ist halt, man hat nur Angst vor dem, was man nicht kennt. Es ist so. Bitte, nicht alle Windows-Administratoren sind so. Bitte nicht. Das ist der springende Punkt. Also habe ich jetzt da von der Excel-Sheet die vier Namen, habe einen Ordner neu angelegt, ja, wo ich immer den anlege. Genau. Weg ist er. Okay. Gehen wir gleich weiter zur Software. Wie machen wir das? Software. Im Prinzip, mein Vater heute. Ja, bitte. Wie geht der mit Umlaute um? Wenn du das im Unix-Format hast, problemlos. Okay.
Mintos-Format, ja. Weil Windows, glaube ich, ist ja noch auf den ISO 8915 Standard unterwegs. Es hat zwar intern die 16-Bit-Regelung, aber ich sage, jedes normale, neue, moderne Betriebssystem sollte UTF-8 kennen. Das ist der Zeichensatz, der was eigentlich so ziemlich alles abdeckt. Und Windows hat das ein bisschen, ich will nicht sagen Zwischenlösung, aber es haut halt nicht wirklich hin. Da kann es öfters halt zu Reibereien kommen. Das weiß man aber, wenn man was kriegt von dort. Da schaut man sich am Pfeil an, was ist das, das Unix, wurscht, wandle ich um. Wenn man es noch ansieht, wenn das 1000 sind, ja, hat schon ein Programm. Klar, da gibt es bei jeder Editor, jeder gute Editor, der sollte da den Zeichensatz heißt das, einstellen können. Gut, einfach. Das ist die Geschichte. Was ich da oben glaube, das ist meine Konsole, das ist recht praktisch. Wenn ich auch in der Grafik bin, ich habe mit an, auf F12 habe sie zum Beispiel, die kommt von oben runter. Dauer. Geh oben da, du Heidel. Da sieht man es besser. Das, jedes moderne Linux sollte es mit einem Maus oder einem Tastendruck einen Zugang haben. Okay, schauen wir das schnell an. Das ist jetzt halt langsam gestellt, ich habe es halt auf schnell gestellt. Braucht das langsam nicht. Das heißt, die Dauer, ganz nach links, fertig, dann ist halt gleich da. Das ist alles. Das ist über der grafischen drüber. Was ich noch zeigen wollte, mein Wien. Wir hatten schon mal mit Wim gearbeitet. Ihr Glücklichen. Also wer das erste Mal arbeitet und nicht wahnsinnig wird, gratuliere. Das ist eigentlich ein großer Unterschied zwischen VI und Wim. Ja, der VI ist der Klassiker von der Unix-Zeit. Der hat, ich weiß nicht, ob es der Wim auch noch ist, der hat den Vorteil gehabt, erstens, dass er auf das ist ein VI, Visual Editor heißt der. Das ist ein Editor und der ist normal auf jedem Unix-System verfügbar, auch auf jedem Linux-System. Das heißt, wenn alle Strick reißen, wurscht, diesen Editor habe ich immer. Den habe ich immer. Wenn du aber keinen da hast und nicht einmal die 3-4 Befehle weißt, kriegst du die Krise. Da schreist du dir die Tabetten ein, dass er sich zusammenrollt. Ist so. Der VI Improved heißt der, der ist in den 1er rausgekommen, den habe ich, der ist bequemer, der hat viel mehr Funktionen und ist auch durch Plugins erweiterbar. Wenn ihr auf Linux irgendwo installiert den VI, habt ihr immer um. Den Vim weiß ich nicht, muss man schauen, es gibt einen Vim Tiny, Sangrano, einen Core. Ich tue immer in normalen Wien, da reicht mir eigentlich. Wenn die Leute anfangen zum Eindrucken und es passiert nichts, ja, dann sind sie nicht in Einfügemodus. Insert zum Beispiel. Escape-Taste wechselt man die Modi. Ja, das muss man halt wissen, aber das ist. Nochmal, mein Vater macht das nicht. Der haut mir höchstens ein Tätschen runter. Das ist eine ganz eine gute Geschichte. Das ist eine sogenannte Timeline. Wenn sich ein Editor ausschaut, oder wenn es einen aussucht, schaut es, dass der das kann. Dass der Änderungen zurücknehmen kann. Aber nicht nur auf einer Spur, dann auf mehrere. Ich habe da immer das Original und da immer, wo es hingeht.
Wenn ich da jetzt da, bin ich da im Fenster. Genau. Das ist das, was die meisten Editoren nicht kennen. Da kriegst du die Krise. Die zweite Spur oder die dritte oder die 15. Spur. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist jetzt da so aufgelegt. Das geht immer chronologisch nach hinten, aber da habe ich was weggelöscht, wenn ihr was weggelöscht und was drüber schreibt und zurück geht mit einem normalen Editor, kommt es nie wieder dorthin. Das ist der Hund. Scheiße, was habe ich da hingeschrieben? Geh, Scheiße, Alter, ich komme nie wieder hin. Ein guter Editor sollte das kennen. Das ist ganz wichtig. Das rettet euch manchmal den. Ja. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit. Ja, wie ist das Fenster auf? Das Editor, ja. Rechts schreibe, links sehe ich die Timeline oder zwei Timeline oder 15, je nachdem, wie oft ich ausbessert habe, und unten sehe ich die Änderungen. Das Rot ist da zum Beispiel, was ich weggenommen habe, und Grün ist, oder Gelb, oder weiß jetzt nicht, Gelb, ist das, was dazugekommen ist. Normalerweise komme ich auf diesen Track, oder wie ich das nennen will, nie wieder hin. Wenn er da fertig ist, geht er immer weiter zurück. Das ist eine ideale Geschichte. Also wenn es mehr Arbeit in der Konsole, wenn es alle halbe Jahr mal reinschaut. Aber das ist extrem wichtig, dass ihr immer dort hinkommt, was ihr einmal gelöscht habt. Schaut einmal auf euren Editor, löscht es, schreibt es ein paar Mal drüber, ist weg. Das heißt dann Multi-Timeline? Wie das heißt? Es ist eine Funktion, die was in Vim drinnen ist, die Undo-Funktion und die Redo-Funktion, und das ist einfach die grafische Ausgabe, die heißt Gundo. Mit Gustav vorn. Das ist ein Plugin. Das haut man sich rein und damit ist die Geschichte, dann haben wir das grafisch. Wenn ich mich überhaupt nicht auskenne, ja. Okay, mit Earlier oder Later geht es glaube ich auch, weiß ich jetzt gar nicht. Aber mit der grafischen Auflösung seid ihr immer auf einem guten Weg. Vor mir kennt es nie irgendwas, ein Snippet ist, wenn es was rauskopiert oder was drüber schreibt. Oder ein Absatz raus. Scheiße. Warum ist das so beim Vim? Weil der alles, was ich da schreibe, nicht schreibt, sondern in einem Buffer. Da war eine Haut und erst wenn ich das schließe, schreibt der Idiot das. Das heißt, sobald das aufgeht, habe ich zusätzlich ein File, ein verstecktes, das was man nicht sieht, und da speichert er das drinnen. Also mein Tipp an die Leute, die was sich mehr beschäftigen, sucht sich einen guten Editor. Investiert am Anfang ein bisschen mehr Lernaufwand, aber das bleibt euch jahrelang. Das ist so. Also Systemadministratoren im Linux- oder Unix-Umfeld, die haben zumindest rudimentäre Kenntnisse in VI und Vim. Zumindest. Das ist so wie es einmal eins. Ich kenne auch keinen, der sich perfekt in Vim auskennt. Das ist auch nicht notwendig. Ich sage, mit 5, 6 Befehlen kannst du schon arbeiten. Kannst schon mit 5, 6 Befehlen arbeiten. Natürlich, je mehr man weiß, oder wie ist das gegangen? Es gibt Kombinationsmöglichkeiten, ich will da nicht zu viel ins Detail gehen, weil sonst, ja. Nochmal, wer ein normaler Enduser ist, nein. Wer sich beschäftigt damit, ja. Absolut zum Empfehlen. Ja, bitte. Unten der Teamviewer, der rennt aber nicht unter Linux, der startet
Windows, ne? Ja, genau. Gibt es eine Linux-Version auch inzwischen, die ganz gut geht? Natürlich gibt es für Linux auch. Ja, aber was mache ich, wenn ich in ein Windows echt einsteige? Egal. DIN4 ist plattformunabhängig. Genau, dann hast du über den Weg. Während unter Linux. Es gibt ja ein DIN4 für Android auch, ne? Ja. Eine App wird es sicher geben. Das ist sowieso für Test. Bitte? Sogar für Test. Was ist denn das? Ja, so populäre Sachen, Firefox, wie heißt es, Thunderbird, Infio, FileZilla, Chrome, ja, die tut es da halt aber. Ja. Ich meine, die Infio ist da in der Distribution bei Debian nicht drin, die sind ein bisschen hagelig. Hoppla. Aber bei Ubuntu ist das sicher drin, weil die machen das alle schon sehr userfreundlich. Ich sage nur einmal, so eine Grundregel ist, wenn Sie eine Server-Distribution installiert, so wie hier am Laptop, ist es immer am Anfang mit ein bisschen, ich sage, Schmerzen verbunden. Nicht jetzt, dass du jetzt die verkrümmst, sondern du musst halt mehr Handarbeit machen, weil das einfach ein Server-Distro ist. Da geht es jetzt nicht darum, ob das schön ist oder nicht, das soll erinnern und steht ja stabil erinnern. Wenn ich bei einem Freund bin und ich will kein hocken, dann haue ich mir Linux Mint auf und das ist in einer Dreiviertelstunde erledigt mit allen und fertig. Da denke ich nicht nach. Weil dann fällt das eh nicht auf, ob das so oder so ist. Das ist vor ihm, ja, okay, nimm ich. Ja, der hat eh keinen Vergleich. Du beim anderen schaut das auch so, also ja, nimm da halt eine andere vor, was soll ich machen. Ja. Also nochmal, ich bin da vielleicht nicht repräsentativ. Andere spielen sich da stundenlang für die Fensterleisten. Ja. Ich muss zum Heurigen auch gehen. So. Wie ist das jetzt da mit der Software? Noch einmal, mein Vater tut nichts updaten. Leute, die mir wichtig sind, kriegen kein Root-Passwort. Ganz einfach. Ganz einfach. Gibt es keine Bredel. Root-Passwort, kann ja jeder damit was anfangen? Ja. Ist so wie bei Windows da erhöhte Rechte. Ich darf auf alles zugreifen. Bei Windows ist eh nicht mehr so, weil der hochverfügbarste Benutzer das System dort. Ganz einfach, der hat die meisten Rechte. Der Administrator, da komme ich gar nicht hin, ist das scheiße. Muss ja Live-CD rein und puh, ja. Bitte bei Linux gibt es keine Nachfragen. Wenn du was machst auf der Kommandozeile, musst du wissen, was du machst. Das ist die Kernaussage. Darum ist der Spruch auch nicht von ungefähr. Alles klar? Erst denken, dann tippen. Ich mache es immer so, ich schreibe einen Befehl, schauen wir durch und dann drücke ich auf Enter. Das heißt Top-Down, ne? Top-Down. Ein Wahnsinn, ja. Ich lasse das jetzt unkommentiert im Raum verschallen. So, zeige ich einmal, wo die Software ist. Hat wer schon mal von APT gehört? Was heißt denn das? Puh, genau. Advanced Power Train. Advanced Packet Tool, glaube ich. Also Packet, glaube ich, heißt das. Tool, heißt es Tool, ich weiß nicht, da schwappt es mir nicht. Okay. Das ist so ein ziemlich wichtiges File. Nochmal, alles in Linux wird über Textfiles administriert und konfiguriert. Das, was bei Windows vor NT war, die 98er, 95er Partie, die haben alle noch schöne Textfiles gehabt. Seit der Registry gibt es das nicht mehr. Diese Hives und so. Das Gute ist, bei Textfiles, menschenlesbare Form. Wieder, ja, Englisch, weiß ich,
Mein Vater macht da drin auch nichts, nur einmal. Wie oft schaue ich das an, wenn man fad ist? Normal gar nicht. Das meiste ist vom System angelegt. 2, 3. Gut. Beim Installieren hat man die Möglichkeit, diesen Server auszusuchen, von wem ich die Software haben will. Naheliegenderweise am besten in dem Land, wo man daheim ist. Ich bin nicht neugierig, dass ich von Afrika die Updates hole oder was. Könnte ich auch machen, aber wo beziehe ich die Updates? Wer sieht das? Von wo? Genau. Das heißt, die Wien hat einen Server stehen, wo von Debian, also weil ich ja Debian verwende, komplett die Software dort verwaltet wird. Das ist auch ein Server von Zix, aber ich weiß nicht, wie viele in Österreich sind. Ich weiß auch nicht, wie viele in Europa da verwaltet sind, aber sicher genug. Und von dort hole ich mir meine Software. Wer weiß, wie was. Bitte? Das ist nicht der Wix. Wix? Der Internet Exchange. Nein. Das ist ein Rechenzentrum, vielleicht steht dort einer drin, ich weiß. Kann schon sein. Der Wix ist ja von der Hauptrolle. Ach so, meinst du? Weiß ich nicht. Ist auch relativ unerheblich. Weil vielleicht sind die auch mehr um. Haben. Ich will nur fragen, hast du die Timeline eingeschaltet vorher? Was für Timeline? Das ist der Teil im Editor, dass die Timeline sichtbar war. Bist du? Ja, vorher hast du beim File die Timeline auf der Seite gehabt, wo du die Änderungen gesehen hast. Das war ein Editor, ja, beim Editor. Ah! Das da. Das, wie gesagt, das geht bei mir oder normal über F5. Das rufe ich nur auf, wenn ich das editiere oder was ändere. Wenn ich mir das File nur so anschaue, okay. Wurscht. Wenn ich jetzt da viele Änderungen mache und mich nicht mehr auskenne, dann. Okay, du hast ja F5, was habe ich da gemacht und kann zurückgehen. Das, was wichtig ist, ist ein Name drin. Das ist schon sehr prominent. Wie heißt meine Distribution? Jesse. Steht für? Steht für Stable. Also, noch einmal. Bei Debian ist es so, dass jede Distribution, die was rauskommt, einen eigenen Namen bekommt. So wie bei Ubuntu, keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Wisi war einmal dabei, Tomato, Lenny war vorher, Jesse ist jetzt die Stable-Version, die was 5 Jahre rennt, das heißt 2014 bis 2019. Dann gibt es vielleicht noch Old Stable, ein Jahr drauf, für die Nachzügler. Nächste hat Stretch. Die werden benannt nach einem Kinofilm, nach den Figuren in einem Kinofilm. Toy Boys, wie heißt denn hier? Toy Story. Da geht es einmal nachschauen wegen den Figuren. Die heißen wirklich so. Das File sagt man ganz einfach, dass ich Debian Stable habe mit dem Codenamen Jesse. Und der holt mir vom Server unter Jesse Updates meine ganzen Softwarepakete. Das ist wichtig. Was mache ich, wenn Stretch da ist? Nicht viel. Bessere ich das aus? Jesse, Stretch, global, boom. Fertig. Das heißt, ich springe dann weiter, die nächste Version, lass das durchrennen, hoffentlich haut alles hin. Die Sau. Die Sau? Was? Wo? Ah ja, wirklich. Also bitte, das ist pädagogisch verwerflich, das gehört ja aus. Wir haben das da reingeschrieben, das ist immer gar nicht gesehen. Ich mache es immer so, wenn ich was mache, ich schreibe ungefähr das Datum hin, was ich gemacht habe oder angeschaut habe. Das ist jetzt relativ offensichtlich, wahrscheinlich hat er mir nicht taugt, der Kugelschrauber. Wo habe ich vielleicht einen Zorn gehabt?
Danke fürs Aufmerksammachen. Nein, aber ist ein guter Tipp auch für Programmierer, grob hinschreiben, was ich gemacht habe, weil sie dann halb mir durchschaust, jetzt, was habe ich denn da gemacht? Weiß keiner mehr. Weiß keiner mehr. So, da ich aber Stretch nicht brauche, tue ich Prozentzeichen ist immer das komplette Feld gemeint. S heißt Substitute. Den Begriff, wo sie austauschen will, Stretch. Den Eigenbegriff, wo sie haben will. Und global. Global heißt auf der ganzen Zeile. Wenn ich das G nicht hinschreibe, dann tut er immer nur den ersten Begriff in der Zeile nehmen. Boom. Da sparen wir die ganze Spüler, die ganze hinfahren und um. Brauche ich nicht. S, das steht für SED, für den Stream Editor, wenn das schon mal erklärt hat. Ganz, das ist auch wieder so ein typisches Tool. Da spart man viel, viel Deep-Arbeit. Das heißt, dieses File, alles was mit einer Raute gekennzeichnet ist, wird nicht vom System ausgewertet. Darum ist die Sau auch nicht im Betrieb. Ganz einfach. Ist schon weg, oder? Da seht ihr, da habe ich Ubuntu Zilla ein paar Mal was probiert. Aha, da wollte ich einen alten XMMS einmal probieren, das hat glaube ich nicht. Dann Qt Browser, das war ein alternativer Browser. Hat das jetzt nicht gefällt? Was das oben? Das sind Kommentare mit der Raute. Ja. Kommentare. Nein, das zum Beispiel ist kein Kommentar. Das ist eine Befehlszeile, aber die habe ich unkenntlich gemacht, weil ich vorne eine Raute hingeschrieben habe. Also ja, okay. Wenn ich die Raute weggebe, dann ist jetzt aktiv. Will ich aber nicht, dann lasse ich das so. Die Source, musst du die runterladen oder brauchst du Nein. Das speziell oder musst du es einfach als Original? Ich habe es eher prophylaktisch, aber falls ich irgendwas einmal baue, weil ich käme, ich bin eh so faul, ich greife das eh nicht aus. Also wenn du da mehr am Kernel irgendwas umbaust, aber. Weil Debian hat ja die Pakete relativ aufgesplittet. Müssen wir schon aufhören, Franzi, oder was? Ja. Haben die Rapidler schon wieder verloren? Muss man die Sourcen abladen? Normal nicht. Nein. Sind halt mit drauf. Der Befehl heißt einfach Q, Rufzeichen. Verlass die Datei, ohne dass der Änderung, auch wenn ich eine durchgeführt habe, durchführst. Das ist unter Wim so. Muss man wissen, das weiß ich schon. Wie du jetzt da updaten? Was RM-R? Okay, prinzipiell geht es nur im erhöhten Modus. Wenn ich root bin. Eh klar. Weil wenn ich, sobald ich was am System mache, ja, brauche ich irgendeine Zutrittskontrolle. Das war, habt ihr jetzt erst gesehen, mein gebartet. Ohren der Dreck. Sobald ich irgendwas an der Festplatte, ja, verlangt einmal Passwort. Ja, ist ja richtig. Also kann jeder Idiot vorbeikommen und hey, super, schauen wir mal. Das ist Sade. Ja. Update. Advanced Package Tool heißt es, glaube ich. So heißt es halt. Jetzt hat er updaten, oder? Jetzt da, tut einmal vergleichen mit dem Server, was liegt dort, was habe ich bei mir. Da sieht man eh, okay, ignore Linrunner, braucht man nicht, der hat nichts, das ist für Stromsparen, ein Repo. Da unten steht immer Abhängigkeitsbaum-Status Informationen fertig. Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Okay. Geht ja die 5 Pakete einspielen. Können wir machen. Das heißt, apt-get update, apt-get upgrade. Wir haben das jetzt da geändert, das get braucht man meistens nicht mehr. Es genügt der apt mit Abstand. Wer noch von der alten Schule ist, schreibt apt-get, auch und wo macht man das von der grafischen Oberfläche? Das sage ich nicht. Achso, ja, das Software Center. Genau. Kann ich
Es gibt da was, das heißt Synaptik, aber schauen wir uns einmal das an. Apt-Upgrade. Viel mehr Befehle brauchst du nicht. Es steht eh alles da. Die folgenden Pakete, also ich zeige da her, sieht man nichts. Die folgenden Pakete werden aktualisiert. Da seht ihr Firefox ES Extended. Laufversion. Ja, S steht für Support. Extended Support. Ja. Die fünf Pakete, 50 MB lässt da nur da runterladen und 148 KB werden benutzt zusätzlich. Enter. Das heißt immer der Großbuchstabe, ja oder nein, müsst fortfahren nach Italien oder wo immer hin. Ja oder nein, Großbuchstabe heißt immer Enter. So, holt er sich jetzt den ganzen Schamot von dem Server. Ist jetzt ein bisschen zart über mein Smartphone für den Access Point. Aber ja, es gibt Schlimmeres. Die Geschichte mache ich für den Steirer dreimal im Jahr. Da ist natürlich mehr beieinander. Ist schon klar. Das Gute ist, bei dem Updaten, ich brauche nicht extra für jede Software nachschauen. Da ist der Flash-Player dabei, da ist das Office-Paket dabei, da ist der File Explorer dabei, da ist die ZIP-Programme dabei. Java, die ganze Scheiße. Java ist eher Horror, keine Frage. JavaScript halt. Und ich brauche nicht extra für die Software oder die, sondern ich habe alles von einem Bundle. Und mit den zwei Befehlen bin ich up to date. Viel mehr ist es nicht. Bei CentOS oder Fedora heißt es Yum statt apt, aber ist Yum install, es ist so ziemlich ähnlich. Also es schreckt dann auch am Anfang, weil schwarzes Fenster und Schreiben. Ja. Bei Ubuntu, wenn sie das updates, das ist alles relativ grafisch. Du fährst halt mit der Maus hier und suchst dir dein Klumpert aus. Oder du musst updaten. Oder du lässt es automatisch machen. Wer ein Freund von automatischen Updates ist, ja, kann man aber einstellen, dass er das nur runterlädt. Nachinstalliert. Das Gute ist, wenn es nicht unbedingt der Kernel dabei ist, brauchst du nie einen Neustart. Bei Windows ist es halt so, die Registry kann die Files nicht sperren. Da muss die immer neu eingeladen werden nach einem Update. Oder meistens. Das erspare ich mir da. Es gibt aber auch schon Pakete, habe ich gesehen, wo man selbst beim Kernel-Update nicht mehr neu starten muss. Ich muss aber ehrlich gesagt noch nicht aufschauen. Weil irgendwer gefragt hat, grafisch, wie fällt denn nur Synaptik ein? Das habe ich früher einmal verwendet. Ich habe es, glaube ich, apt install Synaptik heißt das, glaube ich. Ist schon die neueste Version. Sogar oben. Unglaublich. Okay, das ist. Servus, Papa. Das ist zum Beispiel jetzt, was ich auf der Konsole gemacht habe. Das ist eine ganz einfache grafische Oberfläche. Jetzt schaut jetzt da. Bitte. Kannst du aber das hauptsächlich mit zwei Amateurfunker? Wir haben diese irrsinnigen Programme. Ja. Das Automatic Position, das gesehen oder Station Fremdsteuer, so tun da Amateurfunk drin natürlich. Wo ist denn das? Ah, da? Keine Ahnung. Ich bin kein Funker, wenn da was auffällt, schrei. Also da ist nichts, noch einmal zur Info, die Castern sind weiß. Wenn ich was installieren will, installieren, vormerken, mit den Abhängigkeiten vormerken, dann ist das vorgemerkt. Dann brauche ich darauf anwenden und dann installieren wir das. Brauche ich nicht. Vormerkung aufheben. Und das ist in dem Programm drinnen alles? Oder ist ein paar Wege? Nochmal, das ist jetzt sehr verwirrend für die Windows-Jünger.
Wenn Sie eine Distribution installiert, die können sicher sein, dass die betriebsbereit ist. Dass die Auftrags- und die Grundfunktionen auf jeden Fall gängen. Grundfunktionen heißt im Regelfall, du hast einen Netzwerkkarten-Account, du hast einen File-Manager, du hast eine grafische Oberfläche, wo du irgendwo hindruckst. Wenn du jetzt so also Spezialprogramme brauchst, muss man schauen, erstens wie die heißen und hat die Distribution verfügbar. Hat die Distribution nicht verfügbar, gibt sie nicht eine Quelle, wo ich die installieren kann von Hand aus. So ist der normale Weg. Da sehe ich jetzt da, der bietet mir einfach den Zustand von meinem System ab. 2390 habe ich installiert, null defekt, zwei werden installiert oder aktualisiert, ja, von mir aus. Alles, was weiß ist, ist nicht installiert. Da gibt es grobe Unterschiede, habe ich mir noch nie genau angeschaut, interessiert mich auch nicht. Firefox. Firefox ist installiert, 45 nein, grün. Darunter habe ich Sprachpakete. Wenn ich jetzt da, weiß ich nicht, von Brasilien nehme ich halt das brasilianische Sprachpaket und habe das halt eine. LibreOffice, keine Ahnung, wer das so schreibt. HJK LibreOffice ist installiert. Da habe ich zum Beispiel nicht das komplette LibreOffice, weil ich brauche den Schrott nicht. Entschuldigung, ich bin kein Office-Typ, ja. Ich brauche nur ein normales Word, Excel, PowerPoint, mir reicht das. Für einen anderen ist das vielleicht ein Big Thema. Weil der haut sich alles ein. Ja, warum nicht? Ich habe nur die Core-Geschichte drin. Ja. Calc, das ist ein Excel. Und irgendwo unten habe ich sicher noch die Impress-Geschichte. Impress, das ist das PowerPoint. Für einen heißt es Impress, wurscht. Aber ist egal, jetzt ob ich es auf der Kommandozeile mache oder da, der Zugang ist immer dasselbe. Vielleicht tut man sich am Anfang leichter, ja, wenn ich das suche. Das Search, hoppala, schreiben sollte man auch, Firefox, da spuckt man sicher Millionen aus. Von da suche ich mir mein Paket aus. Das ist ja halt dasselbe im Dunkelgrün. Es ist eine Gewohnheit. Wird grau, schwarz, grau. Genau. Also wer will, kann sich das grafisch aufinstallieren. Das, da hast du Synaptik bei Ubuntu, das glaube ich Software Center oder so. Nochmal, wer ein normaler User ist, der wird das Software Center nehmen, ganz einfach. Ganz einfach. Wer sagt, okay, nein, ich bin immer auf der Konsole, upgrade, wurscht. Da ist nicht viel mehr drum. Synaptik heißt das. Das gibt es wahrscheinlich unter Ubuntu auch. Das Software Center ist sehr bunt. Ich sage es so wie ein Kindergeburtstag. Ja, die Leute sollen sich halt freuen, wenn sie mal reinschauen. Und ja, hat auch seine Berechtigung. Warum nicht? Warum nicht? Also für mich ist die Grafik eher, ja, ich habe gar nicht gewusst, dass ich es schon oben habe. Spricht nichts dagegen. Änderungen verwerfen. Das heißt, von den Updates könnt ihr entweder automatisch lassen oder ihr sagt, nein, ich kümmere mich selber darum. Ob ich da jetzt seit zwei Wochen nicht update oder einen Monat. Nochmal, das ist eine Stable-Version, die ist normal für Server. Stable heißt, die Softwarepakete sind relativ alt, zwei Jahre, drei Jahre. Die kriegen aber nach wie vor Updates, die ganzen Sicherheitsupdates, aber die Features nicht. Vielleicht ist da Software, die was jetzt in der Zwischenzeit was hat, das habe ich natürlich nicht dabei. Aber mit dem kann ich leben. Andere vielleicht nicht. Darum gibt es ja bei Ubuntu alle 6 Monate eine neue Distribution.
wo sie immer das Neiche reinhauen. Und da springen halt die ganzen 16-Jährigen auf und toben sich halt aus. Sogar an einer Arbeit, dann nimmt er halt seine Long-Term-Support-Geschichte. Die letzte Ubuntu heißt das? So. Da kennt das eh jeder, ne? Hast du schon mal wer gehört? 16.04 Ubuntu? 16.10? Hm? Ah ja, wir haben ja 17 schon, 13. 16. Ja, aber 16.4 ist die letzte LTS. Das heißt, die wird über 5 Jahre, weiß jetzt gar nicht. 5 Jahre. Die wird über 5 Jahre supportet. Nein, nein, nicht 16. 2016, April. Ja, ich habe aber 16.04 gelesen. Das ist der 16. Ja. Das heißt, alle 10 Monate kommt eine neue Distri. 16.10, 17.4, die wird jetzt da rausgekommen am Ende des Monats wahrscheinlich. Und ich glaube 18.4 ist dann die nächste LTS. Ah, jetzt gar nicht. Grundregel, wer Ruhe haben will, wer nur arbeiten will, nimmt die LTS-Geschichte. Ganz einfach. Braucht man nicht viel nachdenken. Ich will auch Ruhe haben, ich will da nicht wirklich um einen Dumm stehen. Ich habe eine Stable-Geschichte da oben, die in 5 Jahren. Nach den 5 Jahren schaue ich weiter, wie es weitergeht. Besten Dank und gutes Gelingen noch. Mit was? Servus, danke. So ist es bei Debian aufgebaut, von oben runter. Zuerst kommt alles in Experimental-Status. Man kann das installieren, da Experimental. Da hat man auch schon einen neuen Kernel, 4.8 oder was auch immer jetzt ist. Das ist ein 3.16er Kernel noch. Wenn das in Experimental eine gewisse Zeitspanne überlebt hat und für gut befunden wird, kommt es in Testing. Testing ist, sage ich, für fortgeschrittene User ist schon zu empfehlen. Kann man wirklich arbeiten drauf. Wenn man überhaupt nicht nachdenken will, so wie ich, nimmt man Stable. Ganz einfach. Mir ist das auch wurscht, ob die 2 oder 3 Jahre alt ist, die Software. Aber bitte, das bin ich. Das muss jeder selber entscheiden. Funktionieren muss für mich. Und nach dem Stable, nach den 5 Jahren, gibt es ein Jahr, jetzt immer so Old Stable heißt das dann. Das heißt eigentlich, ist die, glaube ich, dann 6 Jahre supported. Nach den 6 Jahren sollte man sich was überlegen. Oder so wie der Ilsinger Werner mit seinem Asterisk oder was da kränkt ist, der hat ihn ja, glaube ich, 15 Jahre rennen lassen. Da war noch ein Edge drauf oder irgendwas von den 90er Jahren. Ja, geht auch. Solange man nicht reingreift. Klar, im Internet sollte man sich dann immer gut bewegen, so wie bei XP halt. Aber wenn man so eine Insellösung hat, es gibt noch viele Firmen, die was auf Windows 2000 was rein haben. Ist so. Wir haben irgendeine Insellösung, na, da greife ich nicht. Na, die Buchhaltung, die rennt schon so lange, na, ich will das nicht. Ja, ist okay. Die Winterverkehrsampelschaltung. Ja. Hat es auch noch? Ja, irgendwann kommt halt der Tag, wo man eine Entscheidung fällen muss. Entweder wenn man es muss oder wenn man will. Ja. Sicherungsstrategie, ich sage jetzt mit 5 Leuten, jetzt kriegst du 10 Lösungen. Ist so. Ist wie bei Windows, jeder schwört auf was anderes. Nein, ist noch nie was passiert. Nein, scheiße, nein, ich nehme das, ja. Allerwichtigste ist zum Sichern sind die Daten. Alles andere kann man reparieren. Ganz einfach. Man sichert bei Linux auch nicht auf Dateisystemebene. So wie die Image-Geschichte. Nicht wirklich. Nicht wirklich.
wenn ich, das Gute ist bei Linux, ich habe überall Zugriff, man kann alles reparieren. Reparieren, das sucht sich aber mit 19er Schlüssel, was machst du denn so? Nein, schauen wir das halt an. Ne? Und es ist alles im Textfeld eh ersichtlich. Ich sage, wenn man nicht eingreift oder irgendwas, dann rennt das klumpert eh. Also es ist wirklich vom Wartungsaufwand, wer wirklich keine Arbeit haben will, ist das wirklich zum Empfehlen. Da gibt es ja der Problem, also Achtung, ich starte in 10 Minuten und da bist du etwa die Hackelkörner. Ja. Ja. Das ist so. Es ist da nichts im Weg. Das ist das Gute an der ganzen Geschichte. Was wollte ich jetzt da? Jetzt habe ich das vergessen, was ich sagen wollte. Sichern, ja. Was sicher ich? Kann man es ja gar nicht sagen. Gut, die Daten habe ich von externen. Damit ist einmal schon 1% erledigt. Auf ein was? Extern. Irgendwo auf einen anderen physischen Datenträger. Ob das ein Flash, ein Wolken ist oder was, so jeder selber, aber es soll halt weg vom Gerät sein. Nicht auf extern und angesteckt lassen, sondern aus der Blitzschlag und alle zwei sind. Das heißt, Sekuritat. Das ist meine ganze Sicherung. Mein Stick habe ich gesichert, okay. Über 98 da habe ich Daten drauf. Mein Boot, das ist mein Boot. Ja, komme ich da wieder runter. Bitte helft mir. Ich schaffe es ja. Was? Das ist mein. Größe 44 MB. Das ist das Einzige, was ich gesichert habe vom System und was zum Empfehlen ist, wo bin ich da? Die etc-Textfiles. Die sichere ich immer. Es ist eine gute Idee, wenn sich was an der Konfiguration ändert. Sämtliche Konfigurationsfiles sind immer auf zwei Stellen. Entweder im Home Directory oder unter etc. Editable Text Configuration heißt das. Nicht etc., sondern editable. Dort sind von den Programmen die ganzen Textfiles drinnen, was auch immer das ist. Dort mache ich eh nichts drin. Aber falls ich irgendwas in A geht, kann ich das immer zurückkopieren. Wird das händisch gesichert oder das Skript? Das sind 20 MB, das kopiere ich um und schaue es nie wieder an. Ganz einfach. Ich meine, du kannst das Skript, nochmal, das ist mein Ordner, etc. Gehe auf Kopieren. Ja, und du hast irgendwo anders einfügen, fertig. Mehr ist nicht. Aber gibt es da so wie mein DOS zum Beispiel mit den DOS-Befehlen, so mit X-Copy so? DOS brauchst du mit X, dann kenne ich mich nicht aus. Da kann man zum Beispiel beim Abschalten, dass das Skript automatisch lautet. Ja, klar kannst du es machen. Du kannst dich austoben, noch und nicht, du kannst auf Uhrenstart irgendwas. Sucht er vor der Dings eine bestimmte Dateisicherung? Es gibt sicher Software unter Ubuntu, die was, ich glaube Tresor oder Vault heißt das bei denen, wo man jetzt für die ganz Unbedarften diese Arbeit abnimmt. Ja, dann tust du die Order da rein, aber. Alles, was automatisch ist, ich habe da eher. Auf der Command-Line gibt es das Kommando R-Sync. Und mit dem kannst du eigentlich alles das, was du kopieren willst, woanders die. Es gibt auch die grafische Variante GR-Sync, also das G für GUI. Das heißt, da werden nur die Änderungen gespeichert. Das ist auch im professionellen Bereich R-Sync das Tool eigentlich. Das super Tool. Und kann ich jedem wärmstens empfehlen, weil das macht man mit einer Einzeiler und die Geschichte ist fertig. Ja, sichern, das ist halt so ein Problem. Braucht es einen Anstock, ich kann gerne mit dem Chef reden. Du weißt das, ne? Was man das gesagt hat, ne? Mit dem Zert. Ja. Sichern ist nach wie vor, ich sage immer, wenn einer nichts gesichert hat, dann war es eh nicht wichtig. Ganz einfach.
Ja, hast du nichts gesichert? Nein, dann war es eh nicht wichtig. Na, bist du deppert? Nein, ich brauche das. Also, um die Geschichte abzukürzen, das war vor 2 Monaten oder was? Irgendwas war da. Und hat sich auch Ransomware eingetrieben. Also, Verschlüsselungssoftware. Und hat dann in Franzi, glaube ich, um Hilfe ersucht. Und da haben wir kurz kommuniziert und ich habe gesagt, ja, schon ein Image einspielen und fertig. Ja, was für ein Image, ja. Ist eh nur weird. Mit der Buchhaltung. Aber das ist repräsentativ bei kleinen Firmen nach wie vor. Das ist das, warum der Microsoft Small Business Server aufgehört hat mit dem Scheißdreck. Weil diese Erklärung immer oder dieser Aufwand, den der Leute zu sensibilisieren, ist, glaube ich, sicher viel zu groß. Weil die sagen, was brauche ich im Small Business Server, das geht eh. Ja. Die haben halt den, gibt es seit 1 Jahr, glaube ich, oder 2 Jahren immer, nicht den Small Business Server. Das ist zu viel Hocken, zu viel Aufwand. Es ist ja, der ist schon gut, der Small Business, der war schon okay. Der war nicht schlecht. Ich habe nichts gegen Windows. Das war schon, aber ich sehe natürlich auch, oder der Aufwand bis Deppert. Oder verkauft man ein Datacenter oder soll ich scheißen gehen. Oder immer. Nein, man muss schon auf die Größe aufpassen von der Firma. Aber es sollte sich zumindest wer kümmern darum. Das ist ja schon einmal. Meistens kümmert sich der, was mit Atari gespielt hat. Das ist auch immer so, der kriegt halt die Hocken umgehängt. Ob das dann von Erfolg gekrönt ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie ist die Geschichte ausgegangen dann? Der hat irgendwo eine Sicherung gefunden, die war nicht ganz aktuell, aber es ist gut. Ja. Ja, die Leute kommen eh wieder, ist eh wurscht. Ja, aber ich will da keine Postei reden. Das ist eh schon weird. Gute Fernwartung, gut ist auch noch. Puh, darf man die 4 sein, ja. Das ist jetzt da. Ah, wo ist denn der Hund? Habe ich das richtig im Kopf? Okay. So leitet man auf Ehrenwartung ein. Wer kennt den SSH? Bitte? Richtig, das ist der Putty-Client unter der Windows-Platte. Gibt es auch unter Linux? Ja, da. Kann man auf der Konsole auch machen. Ich verwende für Raspberry. Genau. Genau, Raspberry. Ja. Raspberry ist ganz drum, hast ins Eck, genau. Dann verbindest du. Ganz aufwärts, bis der Staub um ist. Genau. Ich bin jetzt auf Debian virtuell. Bin auf der virtuellen Maschine. Servus, Papa. Bitte, bitte. Dankeschön. Ciao. Servus. Dort kann ich agieren. Screen. Eine ganz gute, das könnte ich vielleicht noch zeigen. Das ist ganz interessant, wie man. Okay. Komme ich da irgendwo rein. Debian.
So, das ist meine virtuelle Maschine. Das war 8.4. Ich kriege das jetzt zusammen. Jetzt ein paar Minuten, wie der heißt. Ah, okay. Jetzt ist er da. Also nicht, wie das jetzt geht. Okay, war es jetzt nicht. War das noch nicht, was ich wollte. Prinzip, waren Sie ja, was fernwartet. Für die meisten Distributionen ist eh gestellt, dass man mit einem höherwertigen Account nicht sich anmelden können sollte. Ja, ein bisschen weniger erhöhte Rechte braucht, dann hole ich mal die Turten auf der Maschine. Das ist der springende Punkt. Wo ich kann ich mich verbinden? Das ist das, was bei Windows eher so SSH, das war schon eine gute Geschichte, ganz das Geber standardmäßig unter Windows. Verschlüsselte Verbindung, über das kannst du so ziemlich alles machen. Das Gute bei SSH ist halt, es braucht nicht so viele Ressourcen, eben keine Grafik, das kannst du über 56K Modem auch notfalls schicken, ja, ist nicht super speedy, aber ich komme wenigstens hin. Und ich kann im Textmodus dort arbeiten, wo ich immer bin. Das ist das Wichtige. Ich will da jetzt nicht so sehr um die SSH-Terminologie. Wer sich da mit Netzwerktechnik näher befasst, ich glaube in Hefo kommt eh was einmal. Ja, es ist schon einiges dabei, ja, wo er nicht fahren wird. weil wir Leute immer fragen, was nimmst du für Software? Ich weiß gar nicht. Ich drücke einfach auf. Ich meine, ich muss. Nach Jahren muss ich auch, wie heißt denn das wirklich? Ich meine, ich muss auch sagen, ich habe auch nicht wirklich exorbitante, ausgefallene Sachen. Wenn einer, ich verstehe das, wenn einer ein Fotograf, ein Hardcore-Fotograf ist und der braucht sein viertes Photoshop, ja, der wird um Windows nicht um Atom kommen. Da kann er sich strecken und dehnen, wie er will. Da kann er zwar in Wien vielleicht zum Laufen bringen. Ja, aber da denke ich mir auch, wieso, wenn es eh für Windows gemacht ist, dann nimmt man gleich Windows. Ne? Oder AutoCAD. Also es gibt sehr wohl, BricsCAD funktioniert, ja. Wie AutoCAD geht, genauso. Wir verwenden das bei uns in der Firma. Ja, viele Firmen verwenden es auch. Das Problem ist, wenn einer 20 Jahre auf Photoshop arbeitet, dann kriegst du nicht mehr weg, der stirbt drauf. Nein, das ist klar. Der stirbt drauf. Ja, wurscht, genau. Wie das sich das entwickelt. Ich denke, die Leute vergessen immer, oder sie vergessen nicht, wie viel Zeit sie investiert haben, dass es halbwegs so beherrscht. Das ist nicht mit einer halben Stunde da. Das ist oft. Und dann kommst du vielleicht mit dem Gimp oder BricsCAD, jüngstens noch einmal, das, nein, der Zoll, nein. Das, ich sage, das ist von der sozialen Komponente her gut gemacht. Du wirfst einmal eine Software aus, bindest die Leute drauf,
super, die hast du ein Leben lang. Das ist so wie bei der Uni beim Semesterbeginn im Herbst, die Banken. Die hast du ein Leben lang, die hast 40 Jahre, die Leute. Die haben freien Kredit, 5.000 Euro als Student, na super. Da hängst du 40 Jahre drin, in derselben Bank. Selbe Geschichte. Also ich sehe das eher von der sozialen Seite, ich will das jetzt nicht bewerten, das oder Kind oder das. Wenn einer 15 Jahre alt, den kriegst du nicht weg. Bitte, bitte. Bitte. AutoCard, ja, die Firma sind eigentlich AutoCard seit langem auf dem Briefcard oder was. Das ist nicht für andere, aber ich kenne Installateurfirmen, die haben zwar nicht so diese 3D-Fähigkeit, aber denen reicht 2D. Die arbeiten auf dem. Das ist natürlich eine Kostenfrage. Nur die Plattform Linux ist nicht unstabil, nicht wirklich. Das ist schon. Das Gute ist auch, das sieht man dann bei der Software, wenn man es deinstallieren will oder was, was da hängen bleibt, oft in der Registry. Mit den ganzen scheiß Cleaner und das. Also ich verwende keinen Cleaner, auch bei Freunden nicht. Das ist ein Hassartspiel, weil da kommst du vielleicht dann um 3 in der Früh haben. Denkst du, Jesus, na, wo wird er wieder reingegriffen? Was ist mit Auto-Remove oder Auto-Clean? Ja, gibt's auch. Das ist das, wo der Cache geleert wird. Das heißt. Das hat jetzt nichts mit den Dependencies zu tun, die da installiert sind, sondern einfach nur der Cache, der reingeführt. Es gibt das Kommando apt get clean, durch den Cache aufpassen. df-h 25 Gig ist meine Systempartition. 12 Gig sind belegt. Erste Zeile. Boom. 51%. Okay, das ist halt zu, der Betrag zu wenig, aber von 51 auf 52. Ab geht Auto-Remove, tut er die ganzen Abhängigkeiten, die was nie mehr gebraucht werden, overhauen. Ja. Bin ich nicht viel, aber soll sein. Über die Sachen brauche ich mich, ja, abgeht Auto-Remove, das ist schon eher advanced. Das ist schon, wenn ich wirklich unbedingt Plattenplatz brauche, dann gehe ich in Variable, Cache, apt, CD-Archive, da ist die Software normal drinnen. Dadurch, dass ich es jetzt auskann, ist das alles leer und da im Partial nichts drinnen sei. Dort sammelt er eigentlich die Software, die halt davor, wie viel fragt es mich nicht, und gut wird das verwaltet. Wenn ich das jetzt so wie jetzt ausraume, ist halt, bin ich halt wieder ein paar 100 MB. Kann man automatisieren auch. Aber prinzipiell, ich bin eher der Typ, der was so wenig wie möglich automatisiert lässt, und das kostet mir 2 Tipper, ich meine, das ist kein Aufwand. Andere sagen, nein, ich will das, dass das sowas aufpoppt und update, ja, auch okay. Also das Gute ist, man hat die Wahl. So, jetzt seid ihr komplett verwirrt, okay. Es ist auch, war jetzt kreuz und quer durch den Rübensalat. Und wenn wer Fragen hat, gern, sind alle schamiert, ja. Was ist da jetzt da? Am Anfang habe ich schon vergessen. Das ist ein Exosheet. Ja. Das Exosheet kostet mit einem eigenen Kommando bei XSMD2, das ja. Ist auch, glaube ich, was, umgewandelt. Ist das ein externes Kommando, das ich auch habe unter Windows? Du hast das überhaupt nicht. Naja, das ist ja ein normales Exosheet. Da schau. Das ist ein Excel-Sheet, das normale, ohne XML. Und dann gibt es aber auch noch mit XML. Das verstehe ich schon.
aber wenn es einfällt, wenn du das ins Text macht, dann musst du das auf CSV. Wo es dieses Programm gibt, meinst du? Ob es das unter Windows gibt? Was geht ihm in Windows aus? Also, ich habe das jetzt. Schau, weil du Excel verwendest. Ich habe das jetzt Demonstrationszweck. Also, was gibt es? Zufällig brauchst du nicht voll. Es gibt sicher PDF zu dem L-Tool auch. Ich weiß nicht, wie es exportiert, aber da muss ich es aufmachen. Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen. Also, Max, dann tut er die Automaus rein. Aber das sind so typische kleine Tools. Ich weiß ja nicht, wenn du die erste Sache anschaue und dann auf Autocomplete. Ah, okay, das geht. Passen. Für mich ist es nicht. Doc to PDF gibt es auch sicher. Und was ist das? Das ist eine Kommandozeile, wo du unzählige Tools, was aber kein Plan hat, die werden keine. Du 4-3-2, alles klar. Also, die Tools sind eigentlich da. Aber ich gebe mir die Source, die dazu geben. Wenn es die Source dazu gibt und dann du auch machst. Ich weiß nicht, ob das im Sinne von Microsoft ist, keine Ahnung. Ja, eben, das wird ja nicht eigentlich sein. Nein, aber das war auf andere Plattformen, ich weiß ja nicht. CSV ist ja nicht so aus der Welt, das war schon. Aber unterstützt das Open-Dokument-Format. Wirklich? Ich weiß nicht, wo wohnst du? Alles 100%. Der Erste, der was das sagt. Na, Microsoft wird es auch sagen. Naja, ich weiß schon, was du raus willst. Da gibt es verschiedene Varianten. Aber die Praxis zeigt uns halt was anderes. Das wären Doc-Files und quer über das Internet geschickt nach wie vor. Aber ich meine, wenn das funktioniert, ich meine, das Source-Code gibt es dazu vielleicht, ne? Ja, mag sein, ich weiß jetzt nicht, wirklich. Weil wenn es von Microsoft ist, natürlich nicht. Nein. Aber wenn es von der Open-Source-Gemeinde irgendwo kommt, dann hier ein Projekt, ne? Weiß nicht, ob das für Windows ein Ding ist. Das ist ja wieder die Frage, ne? Windows Open-Source, das ist ja auch so. Ja, schön mal. Danke. Ciao. Okay, ich schließe ab in dem Sinne.